Brötchen, danach. Einen wunderschönen guten Abend, Ladies and Gentlemen. Hallihallo. Hi. Wir sind zurück, finally. Ja. In Elden Ring. Ich hab das Spiel schon vergessen. Ja, ich auch. Pleasant Sonata und Crazy Pfanne und Game Garnelenfurz und Stecker und Pad und Gubble Meister und Happy, hey Happy. Nikolarius und allen anderen wünsche ich einen wunderschönen guten Abend. Wir machen heute weiter mit Elden Ring. Mhm. Yay! Hat das geklappt mit der Party, Christian, oder? Nee. Ich bin dir beigetreten. Aber irgendwie ist nichts passiert, oder? Guck mal hier. Wie ich erwartet habe, lässt ihr schon Kuss mitgehen. Ja, das Overlay hat sich geändert. So, jetzt habe ich die Bildschirmfreigabe wurde gestartet. So, und in der Party ist die Bildschirmfreigabe jetzt gestartet. Ich kann jetzt kann ich Shareplay starten. Ja, PlayStation Plus ändert sich. 3 Modelle wird es geben. Das niedrigste ist quasi PlayStation Plus jetzt. Jetzt hast du eine Einladung zu SharePlay gekriegt. Die haben das geändert. Ja, erst heute. Die werden in Zukunft. Also ich meine nicht PlayStation Plus, sondern dieses ganze Overlay mit SharePlay und so haben sie geändert. Oh, vielleicht habe ich dann weniger Delay. Also vielleicht habe ich dann nicht eine Sekunde Delay. Heute werde ich richtig pro, Leute. Hast du die angenommen? Ja, du kannst steuern. Weil ich habe über den Rechner mit dem Kumpel Returnal gespielt. Das geht ja jetzt im Koop. Und da habe ich keine Verzögerung. Das heißt, das liegt am Spiel. Nee, ist immer noch dran. Über dem Rechner? Ja, ich sitze dann vorm Rechner. Also über die Capture hier Utility. Ah. Über das Capture Utility. Okay, und hier ist immer noch Delay dran. Das sagt doch richtig. Ein bisschen. Also okay. Nicht am Spiel definitiv. Unser letzter Elden Ring Stream liegt schon wieder ein bisschen zurück und ich habe keine Ahnung mehr. Wir sind in Kaled unterwegs. Vielen ja, Dank, das hatte ich auch noch so im Kopf. Wir sind in Kaled unterwegs. Ich habe mittlerweile gleichgezogen und weil ich ein böser Junge bin, habe ich das da fertig gemacht. Celia statt der Zauberer, ja, habe ich auch fertig gemacht. Ja, guck mal. Dankeschön, Zotz de Pulsor für die 5 Stufe 1 Subs. Es wird immer schwieriger, sich selber zurückzuhalten bei Elden Ring, ehrlicherweise, weil wir halt nicht immer gemeinsam streamen können, weil zum Beispiel wir andere Streams haben. So wie jetzt zum Beispiel morgen ist ein Sepp-Stream. Hm? Beziehungsweise morgen ist dann auch zum Beispiel ein Geburtstag, auf dem ich bin. Das heißt, Christian hat aber Zeit und dadurch wird es für mich wird's immer schwieriger, sich zurückzuhalten, weil die Internet-Meme-Culture und Subreddits und so, sich da nicht spoilern zu lassen, ist nahezu unmöglich. Gerade fragt jemand, also ich kann ja kurz einen Überblick geben. Es gibt drei Modelle. PS Plus Essential ist das aktuelle, kostet 8,99 und so. Ist halt wie PlayStation Plus, ne? 2 Spiele und davon ist irgendwie 2 plus 1. 2 sind irgendwie PS4, 1 PS5. Also so wie es jetzt ist. Ich weiß nicht genau. Dann gibt es noch PS Plus Extra. Hast du alle Essential Sachen. Plus 400 PS4 und PS5 Spiele. Irgendwie ein Katalog, wo du die runterladen und spielen kannst. Und dann gibt es noch PS Plus Premium. Da hast du alles, was in Essential ist, ne? Katalog PS4, PS5. Dann aber noch PS1, PS2 und PSP-Spiele. Und PS3-Spiele dann via Streaming. PlayStation-Bibliothek via Cloud-Streaming, ja egal. Und irgendwelche Pro-Versionen von AAA-Spielen. Ist dann bei 16,99. So. Damit wäre das beantwortet. Sehr gut. Kommt der Hintergrund? Also, ja. Christian, du kannst nur steuern, ne? Ich kann jetzt, während du redest, ja, nicht weiterspielen. Ja, die Frage ist so ein bisschen, was machen wir? Ich bin so ein bisschen davon ab, ich weiß auch überhaupt nicht mehr, ob wir noch irgendwelche, wir brauchen 100%ig noch irgendwelche Materialien, aber ich würde sagen, die ergeben sich, das heißt, irgendwie einfach rumreiten und irgendwelche Höhlen suchen, würde ich mal von absehen. Ich glaube, ich würde einfach mal die Straße weiterreiten. Ich würde halt versuchen, ich finde, wir sollten uns Ziele setzen, wie zum Beispiel in der Story vorankommen. Ja, ich hätte jetzt gesagt, Celia statt der Zauberer. Braucht man die? Weiß ich nicht. Also, ich glaube nicht. Die Frage ist, dann gibt es hier noch einen Story-Boss? Also,
Ich glaube, dass es hier keinen Storyboss mehr gibt, nämlich der Typ bei uns zu Hause, der sagt, also in dem Pub, der sagt ja auch immer, wir sollen diesen fucking Aufzug hoch. Und wir haben jetzt beide Hälften dafür. Das stimmt, also theoretisch müssten wir dafür, müssten wir hier hin. Ja, genau. Und ich würde sagen, wir sollten uns so wenig, wie wir zusammenkommen, vielleicht ein bisschen darauf konzentrieren, da voranzukommen. Caleb ist nicht mehr relevant, ja, okay. Wie ihr vielleicht wisst, kommst du... Vielleicht sollten wir aber über die Höhle hochgehen. Ja, für Materialien zum Upgraden. Da ist schon relativ viel Stuff noch zu holen. Und da sind auch, glaube ich, alleine drei hier Dingens drin. Oder oh mein Gott, sowas. Ich habe eine 100€ Trinkgeld übersehen. Der Gamer One. What the fuck? Vielen lieben Dank, The Gamer One. Endlich wieder Elden Ring mit euch. Okay, danke schön. Vielen lieben Dank, vielen lieben Dank. Also ich finde, wir sollten die Höhle machen. Okay. Das ist eine Höhle mit ganz viel Upgrade-Materialien, nehme ich mal an. Und deswegen sollten wir die auf jeden Fall machen. Kommst du von da aus denn gut hin? Weiß ich gerade gar nicht. Das ist, ich glaube, ja, du kannst hier runter, ne? Meine ich, an der Seite. Okay. Na gut, vielleicht gibt es ja so einen Wirbel. Ich meine, du wirst hier sanft runtergeleitet. Aber du musst ja wieder hoch. Also das... Du musst ja, glaube ich, runter. Naja, du wirst nicht sanft runtergeleitet. Okay, vergessen wir das. Aber kann man vielleicht hier einfach rüber? Weil du kommst doch irgendwie da unten und musst dann über 1000 Leitern oder so, ne? Nee, das sieht nicht so aus. Da war ein Loch! So witzig. Da muss ich ein Stück zurückreiten. Ja, wir können ja mal gucken, wo es da runter geht. Ja, wir müssen da unten in die... in den Sulkus. DJ Kaelid. DJ Kaelid, das habe ich wirklich schon mal gehört. Dankeschön, Konzi, für 5 Stufe 1 Subs. Vielen lieben ist Dank. Ist der nicht Khalid? Khalid, ja, kann sein. Ich weiß gerade gar nicht, wer das ist, ehrlich gesagt. Ist das nicht der... Da kann man runter. Ah, okay. Typ mit dem Vollbart. Der eher so meine Gewichtsklasse ist. Keine Ahnung. Nach 140 Stunden endlich alle Achievements. Ja, Bram sitzt da auch gerade dran. Der ist kurz davor, meint er, das letzte Achievement sich zu gönnen. Dankeschön auch Riddick. Ja, Kumpel von mir. Was mit dem Item, Junge? Oh. Da wollen wir. Ja, nur ein Rogenbogen. Was macht das hier nochmal? Ah ja. Das okay. Schwert ist mega geil. Das ist echt cool. Ich muss aber gestehen, ich habe mittlerweile viele Waffen ausprobiert und ich bin mit dem Sword of Astel oder Estel oder wie der Typ hieß, fahre ich immer noch sehr gut. Die L2 davon ist mega nice. Das ist das, wo unser Chat meinte, mega OP das Schwert. Nee, das ist das hier, wo der Chat meinte, mega OP Schwert der Nacht in Flamme. Was ich meine ist... Ring of Estel, sagt das der Chat. Ach ja, das Zauberer-Ding. Also da ist die L2 schon ziemlich nice. Ich habe jetzt auch den Flegel, nee, den haben wir gar nicht, diesen Flegel ausprobiert, den man sich holen kann. Also diesen nee, nicht Flegel. Meinst du den Dreierflegel? Ja, den du von dem Astel den machen kannst. Achso. Der hier Bastards, irgendwas, Bastard Stars. Finde ich nicht geil, weil das Ding hat nicht viel Reichweite und die L2 dauert sehr viel länger als vom Wing of Astel. Und deswegen gehe ich aktuell noch mit dem Flügel. Bevor ich zum Dark Moon Greatsword wechseln werde. Glaube ich. Weiß ich noch nicht. Oh, guck mal, das ist ja nicht mal assig hier. Ist ja krass. Das ist echt nicht mal assig. Ich bin überrascht. Es wäre geil, wenn du da jetzt so abgerutscht und gestorben wärst. Ja, ich habe auch kurz überlegt, einfach die Schnauze zu halten. Hello. Hey, dich freue ich nicht. Weil wie er direkt so ein Shit macht. Mhm. Noch keinen Dunkelschmiedestein 9. Ich meine schon. Haben wir nicht? Haben wir nicht. Stimmt, weiß haben ich wir nicht. Nicht. Also das war die. Das war's oder was? Ich weiß es nicht mehr. Da vorne ist so ein Seed. Ne, andere Richtung, da wo du drauf zureitest, da. Achso, ja. Ja, wir sind seit 17 Minuten live, aber wir haben, ich glaube, effektiv vor anderthalb Minuten angefangen zu spielen. Ja, kann man so sagen. Hello, hello. Anybody home?
Da ist ja schon mal Schmiedestein 5. Dankeschön, Tobi, für den Resub und Max und Riddick und Blackie GG und Kampf-Teaser. Utayara, Lorsch, Monkeyhead, Check Time. Check Time. Max. Unsere Sense eigentlich schlechter? Ja, unsere Sense war auch geil. Oder mussten wir hardcore rechnen? Nee, sie würde doch. Aber eigentlich. Gucken wir mal. Einfach mal ausprobieren. So, jetzt geht's Treppe hoch. Moin, wow, wow. Das Schwert ist gebufft und gelevelt ultra stark. Ich weiß gerade gar nicht, haben wir gerade geguckt, auf welches Level wir das Schwert gekriegt haben? Nee, ne? 4? 8! Uiuiui, okay. So, dann brauchen wir tatsächlich nur noch einen 9er Stein. Und dann, was auch immer danach kommt, um es auf Platz 10 zu kriegen. Ja, diese Szene mit, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, Drachen, bla. Das dauert, glaube ich, noch. Beastmeat versus Treppe oder Leiter. Ja, Leiter geht noch. Ich glaube sogar. Treppe ist schwieriger. Nee, Fre, wir haben das noch nicht durchgespielt. Doch, ist unser 4. Run jetzt. Also bei manchen ist es das ja wirklich. Ein Kumpel von mir meinte gestern auch, der hat jetzt am Wochenende irgendwie alle Achievements geholt. Und, klar, wenn du halt jeden Abend irgendwie zu Hause zockst, bist du logischerweise schneller als wir. Die erste Zeit sind wir wahrscheinlich schneller gewesen, weil wir halt irgendwie Donnerstag bis Sonntag gespielt haben, aber danach verliert sich das halt. So, was ging denn hier nochmal ab? Ach ja, ja. Dankeschön im Dome und Charatur. Wie bist du denn hier gestorben? Das geht doch gar nicht. Ja moin. Zauberer Junge. Wo kreist du hier so rum? Was hat der gekämpft? Ich hab keine Ahnung. Gegen den? Einmal nicht. Widerstand 4, na gut. Ja, Bennett. Ach, Bennett Paper war im Chat. Hey, sag Ben. Die Privatchars noch. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, also meinen privaten Char, ja, den habe ich jetzt in Kelit hier abgestellt. muss sagen, Int ist schon schön. Ja. Aber Anrufungen werden auch noch stark. Oh, warte mal, hatten wir diesen Talisman eigentlich? Ich kämpfe immer noch bei meinem mit meinem Schwingschwert, was ich direkt super früh gekriegt habe. Ja, von einem aus den Spiegel-Siegel-Gefängnissen. Ach so, das ist doch mega stark. Du meinst das wo du dich nach hinten und dann nach vorne teleportierst? Ja, genau. Das Ding ist halt ein fucking awesome. Ich sortiere immer meine Waffen, die ich finde, nach der Zeit, wo ich sie bekommen habe. Und das ist halt in der zweiten Zeile. Und all die anderen Waffen danach sind einfach scheiße im Vergleich. Es gibt doch... Warte mal, erhöht den Fokus, verbessert dies, das, jenes... Da! Nee, verkürzt die Zauberzeit. Dammit. Wir sind gerade Stufe 87. Das hätte ich gerne. Kenn ich nicht. Aber ich dachte, wir hätten eins, was die Anrufung verstärkt. Stärkt heiliger Angriff. Achso, nee, das ist wieder Glaskanone. Goldstern. Okay. Danke, Treckerfahrer. Warte mal. Studinator hat gerade auch nochmal 100 Euro Trinkgeld. What the fuck, Studinator? Hi, Peace, ich schaue euch seit ich 15 bin. Heute bin ich 22. Wollte euch einfach mal für die vielen Stunden Unterhaltung danken. Bleibt, wie ihr seid. Okay, vielen Dank. Studinator mit 22. 100 Euro einfach mal verschenken. Und der hat sehr, sehr viel Trinkgeld. Der heißt doch noch Studinator? Der heißt doch noch Studinator. Ja gut, aber vielleicht ist der Account nicht von diesem Jahr. Der ist bestimmt fertig studiert und mittlerweile so Vorstandsgut von irgendeinem großen. Stelle ich mir dann immer vor, wenn Leute uns viel hohe Geldbeträge geben als Trinkgeld. Die einfach richtig steinreich. Einfach, Alter, was ist denn da los? Ja, hier sind diese Fallen noch am Boden, das habe ich vergessen. Gibt später nochmal in Kaelid, glaube ich. Habe ich das auch gefunden, da bin ich auch sehr schnell gestorben. Haben wir eigentlich was gegen Gift? So. Stimmt. Ach, guck mal hier. Das haben wir sogar, glaube ich, auf unser auf unser Y-Menü. Unser was? Dreieck-Menü. Oh, jo. Lord, wo kommst du denn her? PlayStation? Xbox. Oh, wow, wow, also wenn mein das PC. Die hört, Hey! Controller. Was machen die denn eigentlich? Das haben wir nicht verstanden.
Hey, warte mal, was ist denn das für ein Angriff? Vielleicht damit du nichts siehst? Das ist der Chill, der ich bin geduckt Angriff. Der ist ja mega nice. Ja, direkt nach vorne. Der geht relativ schnell. Das dauert länger. Habt ihr nicht auch Flamme, heile mich? Damit kann man, glaube ich, auch Gift heilen. Ja, doch, müssten wir haben. Oder haben wir Flamme, gib mir Kraft? Ne, wir müssten beides haben. Wir haben auf jeden Fall das zum Heilen, weil dadurch... Achso, ich habe hier noch Reste von meinem Abendessen, weil ich zeitlich nicht hingekommen bin. Ich muss noch das allerletzte Stück kurz hier wegessen. Gibt's denn Leckeres? Flammkuchen haben wir heute gemacht. Mmh. Oh, das können wir auch mal wieder machen. Gute Idee. Da, Flamme, heile mich. Haben wir natürlich nicht mitgenommen. Ne, brauchen wir nicht. Gift und Scharlachfäule, ja, hast recht. Das haben wir auch nicht genommen, Waffen brauchen wir nicht. Gerade körperlich und Feuer ist doch genau unser Schwert, oder nicht? Ja, stimmt. Da sollten wir an der Gnade, glaube ich, mal ein bisschen umsortieren. Ich glaube, da haben wir letzten Stream auch schon drüber gesprochen. Kannst du mal Licht machen? Ja, ist mir gerade auch aufgefallen. Déjà-vu. Ja. Dankeschön. Was denn? Da lag was. Jetzt muss ich wieder runterfahren. Chat, Chris, wie geht's der Emma? Das wird immer wieder im Chat gefragt. Dir geht's gut. Die hatte ja, die hatte was im Magen, also die hat... Jetzt haben wir ja Zeit. Peter ist am Essen. Ich habe letzte Woche Chicken Wings gegessen. Chicken Wings, okay. Als ich die in den Müll geworfen habe, ist dieser Flügelteil, ne, der dann so aussieht, der ist leider hingefallen und ich habe noch nie gesehen, wie schnell der Hund sein kann, bis zu diesem Moment. Und die hat ihn in einem runtergeschlungen. War nicht so angenehm, weil, ne, Hühnchenknochen sind hohl, wisst ihr ja alle. Das heißt, die brechen schnell und splittern dann und das ist alles blöd. Oh, scheiße. Ja, alles easy. Und deswegen haben wir halt gesagt, ab zum Tierarzt und haben gesagt, was machen wir? Der hat erstmal gesagt, okay, wir röntgen. Dann haben wir geröntgt und dann hat er gesagt, Mensch, wir können ja gucken, ob das mit Sauerkraut wieder rauskommt. Dann haben wir eine Nacht gewartet. Kam aber nichts wieder raus. Und am nächsten Tag war die am Kotzen. Das heißt, sind wir direkt wieder zur Klinik. Und da haben die nochmal geröntgt. Oh, oh. Okay. Und dann haben die festgestellt, Magensäure hat geregelt. Ausnahmsweise. Also alles gut. Also die Magensäure hat dann den Knochen zersetzt? Ja. Der ist dann so klein, dünn gekocht gewesen, dass sie den zersetzt hat, was auch sehr gut war, weil beim ersten Röntgen stand der Knochen so aufrecht im Magen. Und das ist dann für beide Seiten blöd, weil soll der in den Darmtrakt verstopft der... Nee, warte mal. Sind wir von oben oder unten gekommen? Von oben! Scheiße. Ne, und wenn der Hund versucht, den auszuwürgen, ist halt auch blöd, kann halt in der Speiseröhre stecken bleiben. Deswegen mussten wir da direkt zur Klinik und... Hey, warte mal, Chat sagt, wir sind von unten gekommen. Was denn jetzt? Ich bin jetzt nicht gesprungen, nein! Sorry, das hatte ich falsch im Kopf. Wieso bist du gesprungen? Weil ich mir dachte, dann erreiche ich noch. Aber habe ich nicht. Oh, scheiße. Ja, ich bin noch am Essen. Achso, ja, da habe ich ja Glück gehabt. Ah ja, schön, wieder die Treppen hoch. Na toll. Oh. Stimmt, das ist doch logisch. Wir versuchen von unten nach oben zu gehen. Ja, logischerweise sind wir dann von unten gekommen. Logischerweise. Chat ist auch wieder 10 von 10 smart. Warum? Ja, wenn wir schon hier unten sind, können wir direkt den Zauber wechseln. Ah! So, also der ist ganz nett. Tue ich aber raus. Rasenexplosion, ja, Blitz. Das auf jeden Fall, ja, ja. Stimmt! Einmal müssen wir vielleicht doch noch irgendwo in Caelid rumgucken, weil in Caelid soll diese Drachen... Wie heißt das? Weil der eine Typ uns gesagt hat. Ja, das Klo ist die Kirche, ja. Kirche, die genau. Die habe ich gefunden. Die ist auch nicht besonders gut versteckt, ehrlicherweise. Ja, okay. Ich glaube, da sollten wir nochmal hin, weil ich glaube, die Zauber da sind besser. Und wir haben ja... Wir werden ja dafür ausgerechnet. Heilung. Sind wir mal ganz ehrlich. Haben wir diesen Zauber irgendwann schon mal benutzt? Ja, einmal, okay. als diese komischen Rolldinger kamen. Dagegen ist der halt 1 10 von 10 geil.
Aber ich weiß nicht, ob es dafür lohnt, den die ganze Zeit bei sich zu tragen. So, den Buff nehmen wir auf jeden Fall mit. Was ist das denn? Das ist Wahnsinn, wieder so ein Madness-Ding, ja. Das ist Madness! Ach, einfach wollen können. Was solltet ihr tun? Das wäre sinnvoll. Ach so, wegen dem Drachending. Ja, ja, ja. Das hab ich mir auch gedacht. Dankeschön, auch Nocter und Mad Beats. Ne, warte mal. Mad Beast, nicht Mad Beats. Beats sind auch mad. Ja, Gradu, Noise Boy, Studinator dann nochmal, aber ein anderer Studinator. Studinator 99, interessanterweise. Dankeschön. Dankeschön, Matti und Nice Guy und Orti, ein Hardkiller und allen anderen, die gesubbt haben. Vielen Dank. Kurz off-topic. Habt ihr den Rausch mit Mats Mikkeln gesehen? Lohnt sich der? Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe gelesen, er soll sich lohnen. Den habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube, das ist das, wo das Meme raus, also das kurze Video rauskommt, wo die Klasse fragt, hier, wen von den dreien würdet ihr wählen? Den gesunden, den Choleriker oder den kaputten Spacken? Und dann sagen die, ja, natürlich den gesunden. Und dann sagt er, ha, ihr habt gerade Hitler gewählt. Okay, das kenne ich überhaupt nicht. Okay, Christian, wir haben gerade erneut 100 Euro Trinkgeld bekommen. Ich bin ein bisschen sprachlos, ehrlicherweise. Es ist von Flauschiger Fürst. Danke für 10 geile Jahre mit euch. Angefangen, euch zu gucken bei Far Cry 3 2012. Damals war ich 12 Jahre, heute 22. Holy shit. 12. Wie gut, dass du mein Far Cry 3 Let's Play geguckt hast, als du 12 warst. Ja, das ist die Definition of Insanity, Peter. Das ist auf jeden Fall Content gewesen für 12-Jährige. Aber hey, hatte ja keinen Abschluss ab hier. Hatte ja gut getan. Jetzt 22 und offensichtlich gut am Stissel. Vielen lieben Dank für dein Trinkgeld. Junge, Junge, so viele Erinnerungen, die viele mit euch verbinden. Ja, ist weird manchmal, ist weird. Aber das Geile ist, ich habe dann ja auch Erinnerungen daran. Far Cry 3 Let's Play war ein mega geiles Let's Play. Hab ich sehr gute Erinnerungen dran. War auch ein gutes Spiel. Elden Ring werde ich auch in sehr guten Erinnerungen halten, also die Streams mit euch. Okay, wo war hier die Problematik? Ja, alles gut, der P-Punkt, alles gut. Du hast gerade Pause. Wenn ich jetzt. Haben wir einen Stun? Der hat dich kurz gestunt damit. Hat er. Der explodiert doch. Ich habe gerade kurz gedacht, boah geil, guck dir an, was unser Schwert mit dem gemacht hat. Aber nee, das war der selber. Da rechts ist glaube ich noch hinter dir jetzt. Da, ja. Oh ja. Die kann man zwar kaufen, aber das wird irgendwann auch teuer, wenn man da irgendwie 20 Stück von holen muss. Ja. Ich war junge 30 und bin nun ranzige 40. Ja, Ruwig Victoriano, ich bin jetzt auch 33. Nein. Das ist ja die Definition of Insanity, ne? Diesmal habe ich ihn gepiekst und weggerollt, aber was soll das? Achso. Da liegen diese scheiß Kügelchen wieder. Oh, oh. Die wollen, dass du da panisch reinrennst durch diesen. Ja, ja, Software. Wir haben euch geschaut, ihr kriegt uns nicht. Natürlich nicht. Kann man die abschießen? Wir haben keinen Bogen, ne? Wir haben keinen Bogen. Okay, warte, also, wir haben schon einen Bogen, aber. Was ist mit Zauberei? Wir haben doch bestimmt Zauber, Flächenzauber. Haben wir einen Flächenzauber dabei? Dieser Insanity-Flächenzauber? Ja. Den hier haben wir dabei. Oder den? Ja, ist super. Also ja, man kann sie kaputt machen. Man kann sie auslösen. Aber wir haben tatsächlich mit diesem Flächenzauber jetzt nur einen ausgelöst? Eine. Ist ja doof. Ich glaube, okay, es reicht vielleicht. Auch links dran vorbeigehen können. Achso. Für Blitzfett. Die Adventure Map mit Dena? Okay. Also sehr früh.
Ja, ich habe einmal ein Minecraft-Video mit Felix aufgenommen. Da habe ich nochmal mit ihm drauf reacted, als wir in Namibia waren. Aber war das eine Adventure-Map? Das Geile ist, ich habe ja in Namibia nochmal drauf reacted und ich habe schon wieder vergessen. Schon wieder, man war in Namibia vor. Ja, das war auch schon wieder ein paar Jahre her. Verrückterweise. Wenn ich wegrenne. Alter, die Reichweite, wenn wir die L2 benutzen, ist ja echt irre. Boah, dass die explodieren, hatte ich überhaupt nicht mehr im Kopf. Der hat sich scheinbar auch dagegen entschieden. Großer Panda hat durch uns auch Elden Ring angefangen. Ja, krass, ey. Da haben wir unser Influencer-Life ja gelebt. Aber kannst du auch nichts mit falsch machen, denn so ziemlich jede andere Person auf dem Planeten hat auch gesagt, dass Elden Ring awesome ist. Und von der Explosion. Tyler sagt nein. Danke. Ruinen übersäter Abgrund. Ach, guck mal. Seit wann haben die das Schwert? Seit letztem Stream. Da, ich weiß sogar noch, wo wir das her haben. Das war der Penismann, den wir das abgenommen haben. Aber wo war der Penismann? Der war in dem Turm in Caelid ganz unten. Ach jo, stimmt. Ja, den haben wir auch gemacht. Wo stehen wir eigentlich so? Oh. Okay. Haben wir eigentlich so stat-technisch irgendwas, wo wir uns falsch, sag ich mal, entwickelt haben? Also wo man sagen würde, Mensch, da haben wir zu viel reingeballert? So ich würde sagen, nein. Also theoretisch könnten wir uns zwar, aktuell könnten wir uns zwei Geschick sparen. Ja, aber nicht mehr, wenn wir irgendwann unser Amulett austauschen. Sinse... Weil wir haben ja, nur stimmt. 24 Geschick durch das Amulett. Das stimmt, das macht's. Das würde jetzt nicht, also 21 reicht nicht für unser Schwert. Ich finde, wir haben gar nicht so scheiße gebumst. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, das macht ja, da kommen wir auf 16, da kommen wir auf 13 runter. Normal sind wir bei 24, also ich glaube, die 3% machen es auch nicht mehr fett. Da kann man auch den höheren eigentlich nehmen. Ja, kann man auch machen. Das Schwert scaled am meisten mit Decks. What? Na, aktuell noch nicht. Geschicklichkeit und Glauben gleich stark aktuell. Und wir haben nur noch zwei Level damit. Inwiefern verändert sich denn dann das Scaling? Zwei? Wir haben noch auf Level 9 und auf Level 10. Wieso habe ich gerade Damage bekommen? Gute Frage. Wieso steht hier denn da? Objekt. Dunkel. Aha. Hallo. Das war klar. Geht aber echt schnell. Er sagt denn, dass 10 das Max ist? Achso, ich dachte, bei diesen Dingern wäre 10 das Max. Dachte ich auch. Ja, ist auch so. Sehr gut. Aber haben wir jetzt den ganzen Teil hier übersprungen? Hallo, Freunde. Lol, der schlägt auch schon zu beim Ausholen? Lol, du bist voll der Fernkampf ausgereicht. Da lebt noch was. Jawohl. Der wäre schon awesome. Ich find's schon nice, ja. Ich würde jetzt nicht sagen, ist besser als die Sense, aber mindestens genauso geil. Und ein Level geringer. Ja, von den genauen Werten weiß ich gerade. Nein. Hä? Wieso sind wir hier hoch? Okay, deswegen. Die Objekt voraus. Dahinter. Oh.
Oh, immerhin. Können wir die schon kaufen? Ja, ne? Ich glaube nicht. Dunkelschmiedesteine? Können wir überhaupt Dunkelschmiedesteine kaufen? Oh, weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, bei welchen Klangperlen wir gerade sind. Ja, könnt ihr. Alles klar. Bei EG, ja gut. Also nicht wirklich bei EG dann. RIP EG. Ja, ja dann halt genau. Bei den zwei, die ganzen Sachen von den Leuten da aufsaugen, die gestorben sind. Ja. Weil ich festgestellt, also es gibt ja zwei Kategorien. Einmal gibt es die Kategorien, ist, ich sag mal, auf natürliche Weise umgekommen und wurde durch den Spieler getötet. Ja. Ah, wieder Konzert. Bäm! Gibt's hier eigentlich überhaupt normales Feuer oder nur dieses schwarze? Wie meinst du hier? Bei dem Spiel, weil wir haben ja jetzt Feuerschaden. Und trotzdem machen wir das mit dem schwarzen, mit der schwarzen Flamme. Stimmt, und die schwarze Flamme haben wir ja auch das, was man wirft, ne? Aber ich meine, es gibt... Okay, es gibt auch beides, okay. Oh, da oben hängt einer. Wie fies. Ich würde sagen, das ist ein sexy One-Hit. Oh, da ist doch einer. Ausweichen ist nicht zulässig. Hallo, was ist denn Damage? Hey. In Zusammenfassung gelesen, irgendwo im Subreddit von Elden Ring, was die singen. Ist halt wieder vergessen, aber so eine sehr tragische Geschichte darüber, dass die einfach nur Eltern sein wollen und dann deren Kinder irgendwie hart geschlachtet werden. Hart hässlich wurden, quasi. Das finde ich nicht glück hier. Moment, lass mich mal zu Atem kommen. Ja, nee, hat gereicht. Jetzt gehst du weg. Auch nicht nett gewesen. Das ist schon laut. Du bist vergiftet noch? Jawohl. Nee, null. Heilung haben wir ja nicht mitgenommen. Brauchen wir auch nicht, weil... Geh einfach so weg. Würdet ihr Elden Ring eher als schwer oder als anspruchsvoll beschreiben? Elden Ring ist schwer? Nee. Nee. Anspruchsvoll? Elden Ring ist anspruchsvoll. Deine Mutter ist schwer. Du kannst dich ja immer dazu entscheiden, woanders hinzugehen und später wiederzukommen oder so. Die sind ganz schön blutig, das finde ich ganz nice. Ich sehe euch endgame am Ragen. Ja, gucken wir mal. Wir haben es ja immer guten Weg gefunden. Gab es einen Boss, der uns wirklich über Stunden lang fertig gemacht hat? Nee. Eigentlich dann haben wir nicht gesagt, gehen wir woanders hin. Ja. Gargoyles, wo wir gerade dabei sind, müssen wir noch machen. Ja, die machen wir jetzt mit links. Okay, wie sehen wir den anderen durch die Wand an? Schon der schmelzige Ritter ist das, was am meisten wahrscheinlich Schweiß gebraucht hat. Das habe ich doch gesehen. Du Fuchs? Da war der Fuchs. Der Fuchs ist ja auch kein Vogel. Der hohle Knochen. Tja. Harry ist der schmelzige Ritter echt leicht geworden. Ja, mit einem bestimmten Zauber auch. Dieser Zauber, der von hinten angreift, der war sehr effektiv.
Ne, wir haben noch nicht gegen Melania gekämpft, aber ich habe auch schon gehört. Also Melania ist ja meme-mäßig. Ist Melania? Weiß ich nicht, aber... Achso doch, das ist die, die gegen Radahn gekämpft hat, aber die kennen wir noch nicht. Ja. Außer aus Geschichten, dass die gegen Radahn gekämpft hat. Und die soll wohl einer der schwersten Bosse im Spiel sein. Aber das haben die Leute uns bei uns auch zu Radahn gesagt und da hatte man ja eine ganze Armee zur Verfügung. Moment, nicht Melania, sondern die heißt wie? Sorry, ich hab's schon mal falsch gesagt. Malenia? Malenia. Oh, Entschuldigung. Jetzt kann schon mal los. Okay, der auf dich scheißen war. Du bist jetzt nicht so... Kann ich auch verstehen, wenn wir auch hinstellen und einfach mal zuhören. Ja, warte. Da sitzen noch zwei von den... Stimmt, die eine sitzt auch daneben und guckt. Wer ist denn eine Leiche? Nee. Keine Leiche. Nein. Das ist die scheiß Gewohnheit. Ich hab mit der rechten Hand. Ja, so ein Stunter, das Ding. Ah, komm, ich bin gerade ausgewichen. Oh. Fuck you. Ja, Moment, wie funktioniert denn das jetzt hier bei der neuen? Okay, ich habe viel zu schlecht aufgepasst. Das ist ganz leicht, ich muss einfach nur hoch. Wieso tragen wir das nicht in beiden Händen, das Schwert? Nee, ich habe deswegen L1 gedrückt, weil ich habe halt bei meinem Charakter in der linken Hand den Stab und in der rechten Hand das Ring of Estel. Und wenn ich zaubern will, drücke ich halt L1. Hat ein bisschen den Nachteil, muss ich sagen, dass du vom Pferd aus nicht zaubern kannst, aber kann man ja wechseln. Wait, ist das hier eigentlich mega die Trap? Was heißt Trap? Ja, da waren ja die ganzen Viecher, die dann auch potenziell von oben kommen, wenn man da einfach nur normal entlang geht. Deswegen umgehe ich die einfach. Ich benutze die Umgehungsstraße. Das ist eine sehr berechtigte Frage, Peter. Warum packen wir das nicht in die linke Hand? Ich meine, wir haben jetzt nur das Problem, können wir diese Klinge denn führen einhändig? Ja, ne? Okay. Ja, kannst du aber auch zweihändig. Ja, ja, ne, ich meine nur, ich hatte jetzt gedacht, wir tragen das zweihändig. Weil wir es nicht einhändig führen können, weil sonst wäre die Frage, warum tragen wir kein Schild? Waren die Jungs schon in der Hauptstadt? Nein. Okay, kann ich da durchrennen? Wahrscheinlich nicht, weil das belastet. Oh. Das heißt, die Waffe extra abgelegt. Ist auch gut. Ja, erstmal kommen wir. Ich finde aber gut, dass die weiter singen, während wir deren Kinder aus der Luft holen. Ja, vielleicht sind da nur die nervigen entfernten Verwandten. Machen wir dich da hin. Einmal im Jahr zu Weihnachten trifft und sich dann auch denkt, boah. Reicht dann auch wieder. Jetzt Blitzspeer. Da hinten ist noch einer. Nein! Hast du den gerade einhändig oder zweihändig? Oh, einhändig. Ne? Einhändig gerade, ja. Für das Talent muss man auch zweihändig. Ist das wirklich so? Weil man kann doch bei dem Schild auch einfach sagen, kein Talent. Also wieder, ne? Chatbeschreibung. Kannst du einfach ausprobieren. Was passiert denn, wenn du den jetzt einhändig hast und L2 drückst? Ne, dann geht das nicht, weil da haben wir ja... Doch, da geht das auch. Ja, ist doch easy. Das geht auf jeden Fall, denn sonst würde ich das Ring of Astral mit der L2 gar nicht benutzen können. Ah, das heißt, bei diesen Zauberdingern kann man auch einfach damit die Fähigkeit benutzen. Ja. Hoi!
Also für die Fähigkeiten kannst du die Sachen nur alle einhändig nehmen. Wichtig ist nur, dass du die Stats erfüllst. Ja, aber nur wenn du in der anderen Richtung das, das Zauberding in der anderen Hand das Zauberding hast, oder? Bei dem Schild geht's doch auch. Ja, aber nur wenn das Schild kein Talent hat. Ja, ja, klar. Welche Sprache soll denn das überhaupt sein? Stand das auch bei Reddit? Nee. Sprache der Fledermäuse. Danke, Chris. Dankeschön, Chris. Abos. Ah, Latein. Hallo, ihr Leute. Du kannst einfach hoch und rüber rennen und... Ich weiß nicht, ob man erst die zwei Geschwister da macht. Um hier Frage ein bisschen ist, Platz zu weitergeht, keine Ahnung. Wenn du rechts die Leiter hochgehst. Wow. Nice. Wir haben echt wenig Mana, fällt mir gerade auf. Ja, ist halt echt so. Ich meine, wir könnten auch. Du kannst auch überlegen, ob du den. Wenn wir genug Kick haben sollten. Und dann irgendwann meinen. Ob wir den Talisman ablegen und dafür den Talisman mit einer Mana abnehmen. Um die Muttis erzürnen. Die Linke weiß gar nicht, was passiert. Oh Mann, was sind das für Zaubereien? Stirb! Ihr seid Ketzer! Soll ich mal im Nahkampf? Okay. Ich habe einfach aus dem Leben geprügelt. Ah, hier sind. Oh, ich glaube, hier geht's weiter. Hier gehen wir mal nicht rum. Ja, du kannst, also wenn du da jetzt irgendwie fertig bist, kannst du halt die Leiter da zu dem Dicken hoch. Ja. Wobei, kannst du da sterben. Immer den Aufzug wieder. So, oben ein Feuer. Mhm. Ja, okay. Oh. Also da zumindest hätte ich ja fast übersehen. Ey, ich wüsste halt nicht, warum man die komische Qualle da bekämpfen soll. Rennst einfach hin, snackst dir die Items und rennst wieder weg. Ja, wir waren halt ganz safe, dann waren wir so um das Feuer, Judas. Dann gehen wir Gnade. Runter. Gnade, Gnade. Gnade, hab Gnade mit mir, Chat, wenn ich Feuer sage. Da sind echt viele Leute gestorben. Soll ich die Truhe an der Gnade auch verbuggt? Okay, weiß ich nicht. Welche Truhe? Okay, ich war jetzt nicht lange da, aber ach, ich habe... Du meinst das Item sortieren oder was? Das habe ich noch nie benutzt. Dadurch, dass man unendlich Items mitnehmen kann, ich habe alles dabei. Armbrüste, Bögen. Stimmt, ich habe noch nie benutzt, diese alles Funktion mit. Benutzt. Nicht unendlich von allen Sachen. Ja, das stimmt. Irgendwann gehen die automatisch in die Truhe, hast recht. Aber wenn die automatisch in die Truhe gehen, heißt das ja, du hast noch viel. Ich musste noch lieber dran. Überlass mich. Ja, stimmt. Die Doppelfledermäuse sind natürlich fies. Wir sind ein bisschen over the top gerade. Peter, einfach drauf. Jawohl. Mein letzter Ding kam gar nicht dazu, irgendwie was zu machen. Einfach aufs Maul. Schlangengott Krummschwert. Schlangengott Krummschwert. Das ist Geschicklichkeit und Stärke, aber mehr Stärke als Geschicklichkeit. Ein Krummschwert nach dem Vorbild eines uralten Schlangengottes und gleichzeitig Werkzeug einer vergessenen Religion am Gelmir. Einst wurden mit dieser Waffe Opfer dargebracht, heute regeneriert sie mit jedem getöteten Gegner die LP ihres Trägers. Oh, kleiner als ich dachte bei dem Bild. So, das ist ja nur ein Schwert. Ja, stimmt, natürlich. Hui! Ja, okay.
gehen wir zurück zu unserer krassen geilen Waffe, die da irgendwo... Ja, die müsste irgendwo hier sein. So weit unten, oben kann die ja eigentlich gar nicht sein. Ich bin blind, muss ich das wieder ändern? Das ist belastend. Da oben. Nee, oh. Doch. Da rechts? Nee. Hä? Ja, in der Mitte, neben dem Schild. Oh nein. Ja, ja, es war gut gemacht. Da! Nee. Nein, weiter runter. Neben dem, genau, da. Ah! So sieht die aus. Wieder blind wieder. Und da irgendwie drauf. Ihr könnt die als zweite Waffe ausrüsten. Der Effekt geht trotzdem, auch wenn ihr sie nicht benutzt. Die Tricks wieder hier. Mhm. Wobei klar, du hast natürlich auch einen kleinen Nachteil, zwei Sachen auszurüsten, also auch wenn es nur der Stab oder die da rechts hinter dir. Links. Da kannst du mal sammeln. Du hast natürlich ein bisschen mehr Belastung. Manchmal machen halt diese 0,5 schon einiges aus. Ich glaube, nach da oben geht's nicht. Nee. Okay. Das sieht sehr bescheuert aus. Wieso? Was denn? Wieso sieht das so aus, als käme man da hin? Ich finde, das sieht überhaupt nicht so aus, als käme man da hin. Naja, das sind keine Nachrichten, kein Blut, keine Items. Nee, aber das ist halt so Holzvorsprünge und so ein Shit. Ah, jetzt singen sie natürlich wieder. Diese Erweiterungsreserve ist jetzt aktiv, Mama. Boss Time! Warte! Okay. Okay. Mach so. Das ist ein bisschen hochgelandet. Da ist der kleine Drache. Oh, ist das Gaping Dragon Angriff-Style? Oh, der macht Damage. Oh, der macht Damage. Ja, die Lava macht auch ein bisschen Aua. Einfach rein! Boah, machen wir mit unserer 1-2 Damage? Hast du das gesehen, Junge? Mach nicht. Ja, aber kein Thema. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute, die hier hinkommen, ein bisschen overlevelt sind, weil man erstmal so ein bisschen erkunden geht, bevor man hier wahrscheinlich weiter hochkommt. Magma-Lindwurm. Das sieht abgefahren aus. Schuppenschwert und nochmal ein Drachenherz. Achso, wir können gleich nochmal zu dieser Dingens gehen, ne? Dingens? Kapelle, wo wir damit auch mal was anfangen können mit den Drachenherzen. Oh Leute, wir können das sogar tragen. Ein Großkrummschwert der Magma-Lindwürmer in Form eines Drachenkiefers und mit harten Schuppen besetzt. Angeblich waren diese flugunfähigen Drachen einst menschliche Helden, die an der Drachenkommunion teilnahmen. Mhm. Okay. Das waren menschliche Helden? Zur Strafe kriechen sie nun bis auf in alle Ewigkeit auf ihren Bäuchen durch den Dreck. Zur Strafe wovon? Also ja, weil die an der Kommunion teilgenommen haben, die frechsten. Ja, genau, aber wir sind ja von dem, wie hieß der nochmal? Der Jäger, der ganz am Anfang unter diesem Vorsprung gestanden hat, der uns auch im PvP geholfen hat. Ach, ja, der mit dem geilen... Der hat uns ja auch gewarnt vor den, Okay, die L2 ist ja mal mega geil. Das ist cool. Okay. Ich wette, da machst du noch Schaden. Der hat uns ja auch gewarnt, und... Wir haben ja ein Herz gegessen. Also wir haben ja auch kommuniziert. Ja, schon dreimal, oder? Ja, aber das heißt, wir werden auch irgendwann ein Drachen? Das war ein Drache, der nicht fliegen kann, sondern nur auf so vier Beinen unterwegs ist? Ja, ein Lindwurm, sozusagen. Hm. Boah, das wäre schon scheiße. Mir wurde auch schon erzählt, der hat mir nicht gesagt, was passiert ist, aber der meinte irgendwann so, ja, der hätte ein Kackende gehabt, wobei ich mich immer noch frage, was ein Kackende bei Elden Ring sein kann.
Und war dann dran, ob man nicht irgendwie seinen Speicherstand irgendwie nicht in die Cloud hochlädt, sondern irgendwie saved. Und ich denke mir so, ach komm, weißt du, das ist halt das Spiel. Was ist denn das jetzt? Ja, das weiß ich auch nicht. Das sieht ein bisschen buggy aus, ehrlich gesagt. Kein Kack in dem. Ich bin dafür, Geist zu leveln, Christian. Ja. Aber so wenig FP ist das Problem. Ich bin am überlegen, ob wir den Rest an Geschick vielleicht ausgleichen und den vielleicht den Talisman wechseln. Wir kommen das Gleiche raus. Also. Weißt naja, du, dann bräuchten wir nur noch einen Geschick. Dass man den dann sonst geh nochmal raus und guck dir den Talisman vielleicht an, ob wir den überhaupt haben. Was gibt denn, da hast du mehr Mana. Ja, wir haben den normalen noch, oben links ist der. Gibt einen, der besser ist. Da kriegst du 7 Mana, bei dem der besser ist, kriegst du glaube ich 15 oder so. Na gut, aber dann müssen wir auch nicht mehr Damage bekommen, oder? Genau. Warte mal, also ganz kurz nach dem Schwert schauen. Nee, das würde reichen. Einfach nur ein Geschick mehr und dann müssten wir den nicht mehr tragen, mein. Nee, warte mal. Wir kriegen plus 5 Geschick, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, tu mal eins in Geschick. So, jetzt haben wir Stärke. Ah ne, wir bräuchten dann auch noch mal 2 Stärke. Und ein Geschick fehlt uns. Die Frage, wollen wir darauf hinarbeiten oder nehmen wir einfach einen Geist? Ja, können wir aber auch machen. Ich weiß, I know what you mean. Wir arbeiten darauf hin. Ach, diese scheiß Feuer. Das habe ich tatsächlich noch nicht gehabt. Naja, unser Geist ist ein bisschen geringer, das passt aber zu. Das stimmt. Unser Mana-Vorrat ist nicht sehr groß. Wir können nicht viel zaubern. Das sollten wir in Zukunft vielleicht erhöhen. Aber man muss ja auch sagen, wir haben, wenn ich mich an den letzten Film erinnere, haben wir sehr viel in Leben geballert. Was ja auch nicht so schlimm ist. Was? Da müsste die Kirche sein für den Drachenshit. Wenn ich mich richtig erinnere. Aber das weiß ich nicht, ob ich das tue. Ach, dieses Beat gives me the creeps. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, vom Design finde ich so gut gemacht. Du hast die ganze Zeit so dieses Unwohlsein-Gefühl hier. Ja. Rechts ist eine Gnade. Allein schon. Peter? Wait, what? Rechts ist eine Gnade? Ah ja. Die nehmen wir natürlich mit. Hab die privat schon weitergespielt, das ist in dem Speicherstand. Ich doch. Nicht. Ja, gönn ihm. Sehr gut daneben geschlagen. Oh, Mann. Okay. Oh mein Gott. Da hat er aber mal ordentlich zugelangt. Okay, die Tatsache, dass wir an der Scharlachfäule direkt gestorben sind, dann muss der Wert, den du an Scharlachschaden, also Scharlachfäule erhältst, muss ja insane sein. Ohne Witz. Der hat gesessen, ey. Oh mein Gott, habe ich viele Nachrichten. Der Drache ist die Hölle, alles klar. Den machen wir. Alter, wie viele Nachrichten allein in der Gruppe. Kannst du hier einfach so mein Pferd kaputt machen? Oh oh. So geil, dass das nicht gefällt hat für unseren Schild, weil nur unser Pferd getroffen wurde, ne? Ich finde diese Frage, ob man das wirklich will, ist total unnötig. Ja, ist die auch. In welcher Situation sollte ich sagen, nein, ich will jetzt gerade nicht hier wegreiten? Ja, ist halt echt so.
Ja, das kannst du gerne machen, der Stamm vorbei. Ja, ja, perfekt. Gib mir Madness. Nice. Das ist nicht nice. Ich mag das nicht, wenn ich nicht sehe, wo der Gegner ist. Ja, Dito. Nach vorne, die Sau. Nein, nee. Der trifft! Ich kann nichts machen. What der ist nicht aufgestanden. Fuck, Alter. Okay. Ich habe auch gedacht, der macht's nach vorne, deswegen bin ich noch ein Stück nach vorne gelaufen, aber nö. Der Windzug kommt rum. Ich muss bei mir komplett an dem vorbeigerannt sein. Ich kann mich überhaupt nicht an den erinnern. Ein paar Mal habe ich den gesehen, aber ich habe ihn immer gekonnt ignoriert. Also, weil hier ist ja auch der normale Weg links. So, kann ich was... Wie sieht das denn aus mit Damage? Du kannst auch... Ja. Also, was hast du vor? Das ist okay. Was ist denn hier mit? Oh, oh. Was ist denn? Feuer! Was macht er jetzt? Ist er was Böses? Macht er die Schale voll? Er macht die Schale voll! Flieht ihr nach! Okay, der Bereich ist krass. Das ist einmal komplett um den rum. Was? Oh. Was macht er jetzt? Das geht mal, jetzt nach vorne, Alter. Hallo, ich hab nicht getrunken! Ich Idiot, hab nicht getrunken! Oh. Nein, 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 nein! Das ist schlecht. Aber du bist noch nicht, Scharlach voll. Nein, 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 nein. Jetzt lass mich doch einfach mein treues Ross hier gönnen, ey. Kack, Mann. Dicker Ruhe im Arsch. Nein, nein, nein! Haha, ich bin ja ausgewichen! Ach, verdammt! Kann ich auch! Zugehen, oh. Nein, nein, nein! Vorsicht! Vier! Was?! Pferd ist nur tot. Der Rest ist noch vorne. Trink! Trink, ihr Narren! Bin ich dahin? Oh. Ja, easy, Peter. Jawoll! Danke, danke, danke. 38.000 Seelen auch, ey. Nicht schlecht. Und noch so ein geiles Zahnherz natürlich. Und dann noch die Seelen, die von uns da liegen. Gut. Links. Ja. Du bist gerade eben durchgelaufen. Ich dachte mir so, okay. Hab ich nicht mal wahrgenommen. Nee. Da dachte ich mir... Hä? Schwert-Typ. Oh, das ist der, der dich dann von der Kommunion abhalten will. Was soll die Scheiße, Junge? Der Bestrafer. Interessiert den Bestrafer nicht. Das war ja mal richtig geil. Hast du gerade den Schlag von ihm Ich glaube schon. Hä? Als hätte er das Schwert von ihm weggehauen. Arschkeks. Na, 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 na. So. Da ist auch noch so ein Feuerding. Grace. Yes, your Grace. Ich guck gerade aktuell The Crown. Das ist echt eine gute Serie, ich bin überrascht. Wieso überrascht? Weil ich dachte, das wäre mehr Soap. Aber das ist schon... ziemlich nice. Okay, pass auf. So. Wir haben 9 Herzchen. Also. Für manche Zauber braucht man 2. Das haben wir schon. Das haben wir schon. Wieso haben wir den Rest? Oh, doch, das haben wir auch und das haben wir auch.
macht das unterschiedlichen. Oh, oh, das eine ist eine Scharlachfäule, oder? Alter. Oben rechts und unten links. Stößt Exykus Scharlachfäule, Oden, von oben. Oh, Scharlachfäule ist natürlich potenziell. Kanalisiert gut. Den Drachen, stößt ein Scharlachfäule Odem aus. Also das eine kommt von oben und ist dann eher flächenmäßig und das andere geht so nach vorne. Ist das ja, richtig? Das eine braucht, kostet 2 und kostet 23 Glauben. Das ist doch dann bestimmt viel besser, oder? Ja, wir können uns beide kaufen, ist, wir haben 9 Stück. Ja, also das ist halt das Ding, da sind wir ein bisschen weit für Radaren, habe ich auch gelesen. Ist Fäule halt Pock. Der geht da sehr schnell dran zugrunde. Der ist halt leider schon, der ist schon weg. Im Jenseits gelandet. Ja, ja, eine Minute noch. Das eine müsste Eisschaden sein und das blaue Magieschaden dann, oder? Ja, das Eis hier Odem. Eis. Ja, das blaue. Eis. Und dann haben wir hier Magie. Genau. Und dann haben wir hier noch Flamme natürlich. Und was ist das? Stößt das ein Brüllen? Und das ist Arkan 17, das können wir gar nicht machen. Nee. Aber das ist der stärkste Drachenzauber. Also wir haben theoretisch noch 6. Ja, aber das können wir nicht benutzen, Peter. Ja, das ist richtig. Wir haben nur 16. Gib mir denn dafür eine Erklärung zu. Wandelt den Zauberin in einen Drachen, der ein schreckliches Brüllen ausstößt und die Angriffskraft und Verteidigung von Gegnern in der Nähe verringert. Ja, aber das ist nur so ein Buff-Debuff-Kram. Ja, das ist sowieso nicht. Grail war die Mutter aller Drachen und ließ alle wie Zwerge aussehen, wenn sie sich hoch wie ein Berg vor ihnen auftürmte. Die Mutter aller Drachen, Schwiegermutter. Also wir könnten entweder das letzte, jetzt kann ich hier nicht mehr zugucken, aber wir könnten alles kaufen, außer das letzte. Oder das letzte und die. Ne, die zwei Starken geht dann auch nicht mehr. Wir können noch 6. Wir können noch 2 Starke. Plus die anderen beiden. Wobei ich nicht weiß, ob, wenn du den Starken hast, den Leichten noch möchtest. Weißt du? Dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, da braucht man nicht. Starke. Starke. Und dann, wir machen bestimmt irgendwann nochmal einen Drachen. Im Zweifel holen wir uns dann brüllen. Also ich gehe auch nicht davon aus, dass wir jetzt anfangen werden, sämtliche Drachenzauber zu benutzen. Nee, da hast du absolut recht. Wir haben auch gar nicht den Buff dafür. Buff? Ja, es gibt ja, je nachdem welches Ding du benutzt zum Zaubern, werden entweder deine Drachensachen verbessert oder die andere Scheiß. Wir benutzen nicht das, was deine Drachensachen verbessert. Ach, jo, das Rote. Das haben wir nicht gelevelt, stimmt. Könnten wir nachleveln. Da tu den raus, tu was anderes rein. Was? Also bei dem. Genau, hätte ich jetzt auch gemacht. Vielleicht auch die, genau diesen Strahl da weg, Rasenexplosion. Ja. Wir gucken uns da mal an, wie das aussieht. Mach mal. Scheiße. Wenn du einmal zu schnell drüber klickst, musst du einmal komplett wieder. So. So, hier haben wir einmal die Scharlachfäule. Okay. Zweimal finde ich gut, weil dann könnte es sein, dass der Gegner wirklich verscharlacht ist. Ja. Hast du nicht so einen Test-Dummy, der da rumläuft? Achso, ja, warte. Also hinter uns. Achso, der müsste ja neu sein, stimmt. Hallo? Nee, der ist nicht mehr da. Der ist weg. Doch, da läuft er. Irgendwo hörst du den klappern. Entschuldigung, sie ist hier ein Klappermann. Ah, da, da. Hallo, Klappermann. Okay, das ist erstaunlich schwach. Der tickt aber noch. Ja, stimmt, der hat getickt. Aber der Damage, den man direkt macht, naja. Aber okay. Das andere wird wahrscheinlich das gleiche mit Magie Fäule sein, macht, ne? Ja genau, Fäule macht nämlich prozentual zu HP-Damage. Das heißt, bei allem, was viel Leben hat, ist es stark. Ja, das gleiche mit Magie, okay. Das müsste ja dann mehr direkten Schaden machen, ne? Tickt ja nicht danach. Stimmt. Was machst du denn jetzt? Ich behalte die. Achso. Und teleportiere mich jetzt wieder weg. Jupp. Wo waren wir denn? Da. Beim Magma-Lindwurm. Scharlach macht immer die Hälfte an Leben weg. Okay. Was?
Aber nicht bei Bossen, oder? Wait, können wir schon wieder leveln? Ja, doch, muss doch. Ja, Melania, Dingens. Easy Snack, do it, oder was? Ja, dann, Stärke. Wie gesagt, Geschick und Stärke wären dann das nächste. Wenn nur noch Stärke. Geschick haben wir es ja jetzt, soweit ich weiß, erreicht. Stimmt. Geschick hatten wir ja. Genau. Dann noch einen in Stärke. Haben wir noch was zum Essen? Also zum Essen, zum Zerspringen. Stimmt, aber nicht genug, um 40.000 zu machen. Wobei, vielleicht. Was haben wir denn da? Numenrune, waren das nicht irgendwie 15.000 oder so? Oder 12. 12, wir haben noch eine 10er. Könnte knapp werden. Ja, lass noch mal nicht jetzt machen. Ja, ja. Können wir ja immer noch. Oh, Emma. Pizza ja, fehlt für zum Drachenmann, ja. Pizza fehlt 2.0, bitte. Yes. Numen sind 12.500. Ah, okay. Aber wie ihr hört, Emma geht's wieder. Witzigerweise ging es dir nicht schlecht, wobei doch, wir hatten da mal gekotzt. Also. Niemand kotzt gerne. Ich hasse das Gefühl zu kotzen. Blech. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wann das zuletzt passiert ist. Also egal, ob jetzt durch irgendwie Alkohol oder weil einem irgendwie, weil man krank ist oder sowas. Ich glaube, es war. Bei mir passiert das auch. Bei mir ist das Jahre her. 2014? Oder so? Einer Verlobten passiert das schon mal schneller. Ja, also auf der einen Seite witzig, auf der anderen Seite so ein bisschen Mitleid habe ich mit den Leuten, weißt du, die selber anfangen zu würgen, sobald Leute anfangen zu würgen, weißt du? Ja, ich finde das aber auch unangenehm. Okay, wo sind wir denn jetzt hier? Da oben, oder? Der verlassene Sarg. Gibt's einen Sarg? Naja, 1-2, ne? Ach, das sind Särge, das check ich ja jetzt erst. Also, sind auch die Karren, aber. Das heißt, die haben Särge, darum ist. Oh, wer bist du denn? Der sieht aus wie Göring. Der sieht doch nicht so aus. Wow. Okay, als Zauberer habe ich hier weniger Damage gemacht. Lol? Ja, der hat uns gesehen. Wieder, wir haben den nicht gesehen, der hat uns nicht gesehen. Ja, also. Ist halt echt so. Dann war wohl ein unbeliebter Cousin, den wir da gerade platt gemacht haben. Und er denkt, ja, ist okay. Ich habe Emetophobie. Ich habe panische Angst vor dem Kotzen. Wenn in meiner Nähe einer wirkt, muss ich ganz flott weg. Ja, das meine ich, ne? Das ist dann irgendwie eher. Ungeil. Ich will jetzt nicht bemitleidenswert sagen, sondern ich habe Mitleid mit den Leuten dann. Weil es halt nicht geil ist. Ist es nicht? Ja, dann doch. Das ist halt nicht geil. Ich finde hier ganz neue Pflänzchen. Ja, das ist auch gut so. Ja, moin, Alter! Was ist denn mit den fucking Drachen hier, ey? Wieder Drachenfeder. Scharlachfäule sofort. Ah ja, warte. Okay. Dafür steigen wir vor mir. Was ist denn jetzt los? What? Sieht ja geil aus. Ich bin Feuer. Okay, Brudi. Mach den was für mich, okay? Sex. Okay. Aber das kann ich nicht vom Pferd aus machen. Okay, let's go. Wieso kann ich das machen? Also drückst du L1? Ja! Was macht der für ein Gruppen? Was macht der? Wieso hält der das nur so hoch? Weil ich das in zwei Händen halte. Was? Einfach so was von denied, einfach nur. Let's try again. Ging nur einmal. Ich bin tief enttäuscht. Wo ist er? Da weg. So ein Drache, der auch verschwindet und später wiederkommt. Ich hab den magischen Drachen. Irgendwo habe ich den magischen Drachen. Ne, wir haben den gefunden, ne? Ja klar, doch, oben auf der Plattform. Ja. Jo, stimmt. Alter, der war insane, als der sich da aufgestellt hat.
und diesen Blitzding in der Hand hatte. Genau, wo der das in der Hand hatte, das sah mega geil aus. Alter, sah das geil aus. Das kenne ich aus dem Trailer, aus einem der Trailer kenne ich das, glaube ich. Dann sind die im Trailer mit dem drüber gesprungen, mit dem Pferd. Wenn ich mich recht entsinne, da sah der auch schon so mega geil aus, aber vielleicht verwechsel ich auch was. Nice. Das sieht cool aus. Ja, den Pferd fand das auch so nice, der direkt angefangen hat zu zucken. Ist das die Hauptstadt? Da hinten, ja. Hätte ich jetzt mal so getippt. Da oben links ist so ein Typ, der dich irgendwo hinweist. Oh, jo! Ich konnte nicht unterdrücken, laut Wort zu sagen. Ja, ich auch nicht. Ah, das ist ein neuer Fährmann. Das Auge der Bestie zittert. Da ist hier so ein Wurzelchen zu holen. What? Okay, der Fährmann hat jetzt ein bisschen aufgerüstet, Peter. Das sind hier überall direkt Bosse. Gibt's hier nicht irgendwie nochmal so eine Gnade oder so eine Scheiße? Ja, Quatsch. Wo ist denn der Fährmann hin? Hallo? Da. R3, R2. What? Oh, das fand er nicht so toll. Geht er bestimmt weg. Ah, nee. Was machst du jetzt? Nicht wieder einen beschwören da. Die Skelette, die so langsam aber sicher mir näher kommen, machen mich irgendwie ein bisschen fertig gerade. Oh, ich habe ihn wieder unterbrochen. Oh, oh. Nein. Ja, jetzt ist vorbei. Oh nein. Das ist so knapp. Ich darf nicht gierig werden. Ja, ist gut. Jawohl! Nice. Ihr steppt nicht, oder was? Noch eine Todeswurzel. Und Tobias Ruf. Was Tobias. Ist das? Ist das so, was man beschwören kann? Ja, das sieht noch... Weiß nicht aus. Bin ich spannend. Das stimmt, wir sind gar nicht zum Aufzug gegangen, obwohl wir die Medaille ja vollständig haben. Ja, aber wir wollten ja auch nicht zum... Wir wollten noch extra den anderen Weg gehen, oder nicht? Ja, klar. Aber vielleicht... Also, ist ja am Aufzug was, weißt du? Also, du arbeitest ja mit diesen... Ja, das ist schon richtig. Ja, aber man kommt ja wieder von Höchstchen auf den Stöcksen auf jeden Fall. Ja, guck mal, da ist einer, der weiß dir den Weg. Und dann gehst du da hin und auf einmal ist hier wieder so ein Kackding. So, wo weißt du denn jetzt den Weg hin? Dahin. Zeig mal Weg zum Grace, Junge. Ich denke, wenn er eine Höhle zeigt, ja. Oh, der zeigt hoch. Da oben zu dem Turm. Ja, würde ich auch sagen. Sieht sehr ähnlich aus zu dem Turm, der Madness gemacht hat. Ah. Ja, die Todeswurzel dürfen wir nicht vergessen, Chat. Da müsst ihr uns dran erinnern. Ja, das machen wir bei der nächsten Gnade porten wir uns. Ja, genau. Na, okay. Bleib unten. Ah, ja. Ah, Katakomben. Da können wir mal kurz einen Blick reinwerfen. Ja, hier ist auf jeden Fall eine Gnade. Katakomben von Windham. Kurz setzen. Jetzt hätten wir auf jeden Fall genug Seelen, glaube ich, wenn wir die Sachen poppen. Wir brauchen 47.900, also wir brauchen 48.000.
Dann gehen wir gleich kurz vor die Tür, porten uns Goreng und erfreuen den. Ja, Goreng heißt das, vergesse ich immer. Jetzt brauchen wir noch 3000. Dafür benutze ich Goldene Rune 6. Ach, dammit. Dann benutze ich jetzt Goldene Rune 5. Ja, reicht. Jetzt noch einen in Stärke und dann haben wir es, ne? Müsste jetzt reichen für Schwert. Ja. Ja. Top. So, dann können wir maximale FP erhöhen. Ja, das ist ein Level. Also 7 FP ist... Ich glaube, 6 bekommst du pro Level. Dann kannst du das eigentlich so ein bisschen mitnehmen, bis... Bis wir was Besseres finden. Es gibt den... Ich habe den Talisman in der stärkeren Version. Weiß aber nicht mehr, woher. Wollen wir nicht eher sowas nehmen wie verkürzte Zauberzeit oder so? Können wir auch machen. Es gibt doch einen Talisman, der verstärkt die Anrufung, aber lustigerweise haben wir den auch nicht. Den haben wir nicht, ne. Also, das ist halt blöd, weil ich als Scheiße, Zauberer hab den verstärkt Anrufungen und wir als Anrufungsmensch haben den, der verstärkt Zauber. Das ist... Fuck. Das stimmt, Peter. Was hatten wir denn für einen Talisman? Was ist der Talisman der dritte? Mit maximaler Ausrüstung. Ach, das haben wir schon, Gewicht, oh mein erheblich. Gott. Haben wir schon drauf, ja. Eieiei. Ja, okay. Wir müssen also aus... Also Ausdauer und Geist sind auf jeden Fall so Sachen, ja, die gestärkt werden müssen. Ich meine, Leben haben wir schon genug gelevelt erstmal. Also, so viel Leben. Also, du musst rausgehen erst. Ja, stimmt. Guranku. What the fuck? What the fuck? Wieso hatten wir so schlechte Laune? What the fuck? Wollen wir noch so eine Wurzel für den? Du Motherfucker, what the fuck? Warum? Das war jetzt belastend. Ach cool, du startest direkt wieder da. Christian, du steuerst. Ja, aber also warum hat er so schlechte Laune? Das würde mich interessieren. Was hat das ausgelöst? Ich habe keine Ahnung. Weil wir haben den ja immer gefüttert. Wir hätten ja sogar noch eine, die wir dem geben wollen. Hat halt Hunger, der Gute. Okay. Der braucht einen XXL-Snicker. Also der brennt auf jeden Fall, hat aber sehr viel Leben. Und der macht Damage und der ohne Ende. Der macht sehr viel Schaden und ist sehr schnell. Gute Kombo. Kann ich hier... Ja, der chillt da erstmal, bis du angelaufen kommst, damit du in wahrscheinlich Fort nicht hier an der Gnade auskommst und direkt... Ja, das wäre belastend. Los, Träne, hol ihn dir! Du könntest die Scharlachfäule ausprobieren und ja, will setzen. Ich auch, aber... Der kommt hier direkt und macht Haue, Haue. Nee, der kam erst, wenn wir in Sichtfeld waren. Los, Träne, da vorne ist er. Da. Jawohl, auf ihn mit Gewalt! Da ist drauf. Meine Arsch. Hat er so gar nicht interessiert irgendwie. Wobei, der tickt jetzt zumindest. Der tickt noch. Oh, wartest du? Der macht nichts mehr. Oh lol, kannst du mit dem reden?
Unsere Träne sind fast drauf einfach. Ja, geh mal ans Feuer oder so. Naja, hau dir den kaputt. Nee, die Träne kann dir keinen Damage mehr machen, scheinbar. Oh, jetzt hab ich ihn übersprungen. So please. Ja, ist ja gut, ich gehe schon als Freund. Ja, Alter, ja! Das ist ein komplettes Portfolio, muss man sagen. Alter, Junge, ey, jetzt chillt er oder was? Alter, will der mich komplett verarschen? Ich frag mich nur. Ja, gib dir mal noch eine. Also mit diese Wurzel. Das will ich meinen, Bruder. Mein Appetit. Mein Sinn. I must have more. I must consume more. Hier gibt also noch mehr Todeswurzeln. Bestienklaue. 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 Das war der Angriff, mit dem wir eben begrüßt worden sind, glaube ich. Ja, ich meine, das ist ein für uns. Ich meine, ja, dass der Prophet im Network-Test damit gestartet ist. Weil wir haben 3 Saaten, vielleicht können wir damit ableveln. Brauchen wir nicht 4? Ja, aber der gibt uns doch nur Glaubenssachen, oder? Bisher. 8? 10 Kosten? Ja, genau, der ist aus dem Test. Genau, damit habe ich nämlich den Ritter am Anfang im Test gemacht. Ah, okay. Bessing Kleriker Gurant, gelehrte Anrufung. Das stand da aber bestimmt noch nicht im Test, oder? Diese Lore, weiß ich nicht. Erzeugt Bessing-Klauen, die das Land mit Schockwellen zerreißen. Durch Aufladen verstärkt ihr die Wirkung. Diese Anrufung verkörpert sowohl Gurangs Wut nach der Wiederkehr seiner bestialischen Natur, als auch seine ewige innere Unruhe. Also im Network-Test war der fucking awesome. Okay. Dann probier doch mal, hier da draußen steht ein Dummy-Peter. Ja. Kannst ja die Blitz. Das Blitzding wegmachen. Mal auf mir. Den Dummy meinst du? Na klar. Komm, let's go. Den muss ich nochmal machen, den habe ich letztens fast geschafft. Leider drin gestorben. Der hat schon echt viel Leben. Okay, 350. Versuche ich ihn auch. Oder habe ich den gemacht? Alter, ich bin perfekt ausgewählt. Oh. Also ich sag mal, der Mittelpunkt ist aber jetzt mehr drin. Moment. Okay. Der hat... Was hat der? Ja, hast du. Oh. Moment, ist belastet. Das war nur gefaked. Oh, der macht aber auch sogar mit richtig Damage. Ja, die hat auch einen komischen Strahl, den er gemacht hat, abgekriegt. Das Problem ist, dieser Zauber braucht halt echt viel Mana. Wie ist das denn hier? So, mit sowas. Oh ja, sehr gute Kameraperspektive auch. 208. Okay, jetzt nur noch wir sofort, oder was? Ja. Jetzt du das. Oh mein Gott. Okay, dann war ich relativ schnell tot. Ja, der macht sehr stark Aua. Der macht sehr stark Aua. Ich glaube, wir müssen aber von mir aus jetzt nicht auch ausprobieren. Nee, ich wollte nur gucken. Ach nee, so viele Runden haben wir gar nicht, ne? Ich hatte 0, als ich gestorben bin. Dann gehen wir da wieder zurück. Wir können jetzt mal von mir aus die Dingens hoch. Die. Ja, den Turm. Ja.
Nee. Wofür hatten wir das da? Damit wir da mal hingehen. Der große Aufzug von Dedekus. Dem hat wohl keiner gesagt, dass der nur ein Dummy ist. Ja, glaube ich auch. Das Spiel ist deutlich lauter als er. Ja, aber nur in Bosskämpfen. Da ist das Spiel halt immer sehr laut. Dektus. So. Ach, wow. Oh, das ist größer als ich dachte. Das ist ein aufwendiger Aufzug. Ach so, na klar, alles geht hoch. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Nein. Aber so können die natürlich ganze Armeen von oben nach unten bewegen. Das ist ganz praktisch. Atlus, Altus Plateau. Okay, mehr gab's hier jetzt aber auch nicht. Also jetzt ist nicht irgendwie plötzlich ein NPC, der hier steht und sagt, hey. Hey, gut gemacht. Hey du. Dankeschön, Psychonaut und MKK1893 und The Bungie und Sormic, Schinkenkäsetoast und Zockernoob 8 und Pokerstrom 1998 und Toasty, Phoenix Feather, Drachenflamme, Jibenabenina. Das habe ich mit Sicherheit nicht 100% korrekt ausgesprochen. Doch, vielen Dank. Ich meine, ich hätte bei dem einen Boss sogar 3 Schläge hinbekommen mit diesem Ding. Aber ich weiß nicht mehr wie. Ich finde das schön, dass ihn das da gar nicht interessiert hat. Jo. Und Dankeschön, AK Rubin für 5 Stufe 1 Subs. Vielen lieben Dank. Okay, ich bin schneller als. Gerollt, ja. Oh, nice. Hä? Oh, das ist mehr Leben, als ich dachte. Dachte ich mal, jetzt einfach Ende. Deine Gnade. Alter Brandenburger Tor. Ich wollte gerade sagen, oder so. Hier kenne ich auch 1:1 Berlin, muss ich sagen. Nee, ist das nicht so schön. Ich finde dieses Herbstliche, finde ich schon wieder so viel ansprechender als Kaelid. Mach mich, warte mal. Können wir mal bitte nicht auf diese Platte gehen, die. Aussieht, als würde ich gleich aufgehen. Ich stürze einfach in den Tod.
kann man hier nichts anvisieren, das macht mich... Der Weg ist sehr lang. Rechts ist ein Lager. Ja, das ist ja voll komisch, dass sie da nicht direkt eine Gnade irgendwo hingepackt haben. Oder übersehe ich die gerade einfach? Ich habe sie auch noch nicht gesehen. Was seid ihr denn für welche? Kennen wir die nicht schon? Ach jo. Oh, die sind teilweise one. Oder der ist one. Auf jeden Fall gewesen. Komm runter da! Jawohl! Hey. Okay, der hält mehr aus. Wow! Hey! Unfair! Unfair! Okay. Das ist einfach Pfeil und Bogen. Sieht ein bisschen aus wie, keine Ahnung, Billo Armor oder so. Steinwehrschlüssel ist gut. Schwertschlüssel. Ist gut. Riecht gut. Ja, die da muss man jetzt nicht unbedingt machen. Hier noch mehr? Chat sagt hinter dem Aufzug wäre eine Gnade, die habe ich aber nicht gesehen. Möchte ich nur mal ganz kurz sagen. Oder so richtig ordentlich haben wir auch nicht geguckt. Gerade konnte man das kaputt machen. Die war im Bildschirm sogar zu erkennen. Ups. Oh, hier? Ne, ich glaube, die meinen schon unten. Wie blind bin ich? Oder wie gut ist die versteckt? Also da ist doch normalerweise auch dieses Gefunkel da drumherum. Eigentlich schon. Fahrstadt hat uns gerade hardcore. Ich hab's dir wieder nicht gesehen. Da oben? Da? Yo, da! Meintet ihr da, Chat? Ja, meintet ihr eh nicht. Das ist doch nicht hinter dem Aufzug, Chat. Aber ist beim Aufzug. Also einigen wir uns auf diesen Kompromiss. Ja, ist gut, okay. Ohne wären wir nicht nochmal gucken gegangen. In der Nähe ist dein Spiegel gefilmt. Wollen wir denn nicht mal, also... Ich guck gerade. Er erzählt uns nicht alles. Nicht wahr? Nee, nicht erzählen. Also, das da wird nicht dazugehören, oder? Da ist Haus Vulkan. Da waren wir schon. Haus Vulkan. Haus Vulkan. Sind wir da mal hin teleportiert worden? Da haben wir auch schon. Ach ja, klar. Wegen der. Da haben wir doch eine Einladung noch für. Ja, nee, also, aber da ist ein Kartenteil. Ich denke, wir haben da ja schon Sachen freigeschaltet. Dieses eine Feuer da, die Gnade. Keine Ahnung, wo die mehr ist. Da, die. Unterirdische Inquisitionskammer. Das ist halt unterirdisch. Ja, Katakomben, da waren wir. Da kann ich mich dran erinnern. Okay. Aber wir folgen dem Gnaden. Ich hätte gedacht, hier wäre jetzt auch immer noch eine Karte. Die Gnade weist uns den Weg. Die Gnade erteilt uns Gnade. Chris, hast nicht nur du die Einladung? Nee. Das haben wir doch gemacht, die Quest. Ich meine, wir hätten die. Ja, da. Wen wir nicht mehr besucht haben, war was passiert, wenn du Viereck drückst? Ein Stütter Text. Ich dachte kurz, dann wären wir teleportiert oder so. Nein. Den Varane hier. Vare, den haben wir nicht mehr gesehen. Der müsste, bevor jetzt die zwei Hanswürstchen da kommen. Der müsste an der Rosenkirche sein. Ich weiß zwar jetzt nicht mehr, südlicher, wo die ist. Südlicher? Da, ne? Nee. Jetzt links.
Die kleine Insel im Wasser, im Süden. Ach, da. Die. Da ist er. Da können wir auch nochmal hin, weil der... Müssen wir PvP für machen für den, wa? Ich hab mich ausgezogen, hab die Leute, bin ein bisschen um die rumgetanzt und... Wollte den Leuten jetzt auch nicht um den Sack gehen. Kann man die Questline überhaupt machen, wenn man offline ist? Das weiß ich nicht. Ja, zwei gegen die normalen Mobs ist halt einfach so insane. Wie. Wo hättest du das? Ja, die haben wahrscheinlich mit ihren Armbrüstchen auf mich geschossen. Ja, die Questline geht tatsächlich nicht im Offline-Modus. Ja, schade. Jawohl, ey, wollt ihr den geilen Move machen, der Fickerich? So, nicht mein Freund. Komm bei Elden Ring. Oh mein Gott, das sind ja noch mehr. Ich liebe diesen Move, das ist so geil. Oh, Speer ist nicht gut gegen Pferd. Wollen wir zur Stadt? Oder links? Erstmal zur Stadt. Die Graces leiten uns den Weg. Hat die Grace gesagt zur Stadt? Die Grace hat gesagt in die Richtung. Wenn ich das richtig verstanden habe. Zur Brücke. Ja. Aber die Grace hat erstmal nur da oben gesagt. Ist aber noch, vielleicht. Da ja, ist die Karte, nehmen wir die Karte noch mit kurz. Sollten wir ohne Vorwarnung die Karte. Ach, wir wollten an der Gnade, fällt mir gerade. Hast du geguckt, ob wir ne? Jetzt kommen wir auf jeden Fall. Ja, noch stimmt. Einmal. Wollten wir auch noch. Wir hatten drei Saaten. Wusste nicht mehr, ob wir drei oder vier Saaten brauchen. Normalerweise, also manchmal ist an der Karte echt was los. Bin mal gespannt. Ich appreciate dieses neue Gebiet sehr, muss ich sagen. Ja, nach Kaelitz ist es immer freundlich. Ah. Ach, oh, sind wir da nur wird nach oben weitergemacht. Da ist die Fingerleserin. Da ist wieder so eine Höhle. Da könnte es Steinchen geben. Ja. Da ist ein Türmchen. Irgendwie so Ruine. Das könnte auch ein Spiegelgefängnis sein, weiß ich nicht genau. Was ist das für ein komischer Kram? Wieso haben wir jetzt in der Mitte das freigeschaltet und rechts und links nicht? Das finde ich verwirrend. Naja, hier ist ja noch eine Karte offensichtlich. Ja, ja, genau, aber das ist von der Wegführung so sonderbar. Das heißt, ist ja wir auch sind jetzt in der Mitte. Also hier müsste wahrscheinlich dieser Vulkan sein, von dem wir schon mal gelesen haben, irgendwo. Naja, wenn der Haus alleine schon so heißt, dann wahrscheinlich schon. Also, wir gehen aber zurück. Ja. Guck mal, da ist nämlich direkt die nächste Karte. Ach so, ja, guck mal. Ihr seid halt auf einem Plateau, lol. Hä? Ja, und? Ich mag das trotzdem lieber. Wofür ist das die Begründung? Wenn die Map-Führung von so einem Spiel nicht so ist, dass ich zwischen zwei Gebieten bin, sondern so wie bisher. Wobei, das erste Gebiet ist auch zwischen zwei Gebieten, wenn man so drüber nachdenkt. Aber das hat sich irgendwie nicht so angefühlt. Weiß ich im Grunde nicht, wo man hingeht. Er hat Bogen gehabt. Aber die Gnade weiß es ja nicht. Die Gnade weiß Bescheid. Das Köpfchen wird los. Du hast richtig Damage gekriegt. Ja, ich glaube, das war der Kollege, den ich nicht leider ganz getötet habe. Ja, Kavallerie. Auch wenn ihr noch was blitzt, da rechts waren bestimmt irgendwelche Sachen. Komm, komm, komm. Oh, die waren okay. Echt Damage, ey. Holy fuck. Ja, die haben auch so einen Spitz, die haben Großbogen. Aua. Die staggern einen auch so fies. Die beschützen halt die Hauptstadt. Da kann man auch links und rechts rein. Und hier sind die krassen Boys oder was? Ah, yo. Oh, die sind aber echt groß. Oh, das bombe ich da. Ja, ich würde mal weiterreiten, ne? Ja, ich. Guck mal, da ist nochmal eine Saat. Ja, moin, Alter. Du bist ja richtig zugeschissen damit. Da ist doch noch ein. Was passiert denn jetzt wohl, wenn ich. Lol, das sind zwei. Aber egal. Erst aktivieren, dann ransetzen. Sitzen. Boah, ich glaube, die kamen gar nicht mit. Also, ich habe sie auch nicht mehr reiten hören. Ich glaube, die kamen gar nicht mit. Okay, hier sind zwei. Ja, weil wir dem, wahrscheinlich, weil wir dem Airtree näher kommen. Das heißt, der gönnt uns mehr von seinen
Cheers. Damen. Show me the map. Ist das schon der Entry da auf der Map? Oh, die Stadt ist groß. Wieso kennen wir die Götter? Ach, doch, 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 teleportiert. Ja, okay. Sieht ganz cool aus. Ja, Mann. Relativ viel Wasser allerdings. Da ist der Ort. Nee, Moment. Da, Moment. Da ist er jetzt. Ne? Da, ja, stimmt. Drei, okay. Das heißt, wir haben noch mal drei. Jetzt brauchen wir aber natürlich vier. Jetzt haben wir genau eins zu wenig wahrscheinlich. Ja, wir müssten nur drei haben. Ja. Ja, aber gut. Aber ist ja okay, wir haben eine mehr bekommen. Ja, genau. Okay. Ich gehe mal eben auf Toilette. Mach das. Werde mich im berittenen Kampf versuchen. Nein. Ja, okay, bleiben wir bei berittenem Kampf. Wir haben zwei Reiter. Hey, ich wollte zuschlagen. Nein, nicht direkt davor. Das war frech. Das ist noch frecher. Das ist gut. Da lässt er mich die ganze Zeit machen, der eine, und genau in dem Moment, wo es nicht passieren darf, kommt der zweite dabei. Frech. Ja genau, ich fand irgendwie auch ganz gut, wie der andere sich das angeguckt hat. Dann irgendwann hat er sich gedacht, Zeit einzuschreiten. Also zweit könnten die böse sein. Bin gerade am überlegen, wenn die denn... Oh, warte mal. Einfach nur mal, um zu testen, ja? Können wir uns anschleichen? Können wir Scharlachfäule machen und dann einfach giggelnd wegreiten? Also nicht wegreiten, aber dann kämpfen? Fuck you! Bleib hier! Okay, du brennst jetzt und hast Scharlachfäule. Und jetzt kommt dein Kollege, okay. Okay, das war schnell. Scharlachfäule macht geht so Schaden. Also wenn er schnell sein will, dann ist er auch schnell. Fand ich jetzt. Aber ich glaube, mit Scharlachfäule zu starten, ist jetzt nicht so das Verkehrteste. Wenn ich die jetzt nicht anvisiert hätte, hätte ich wahrscheinlich schneller aufsteigen können. Er hat bis zum Ende Schaden bekommen. Ja, yeah, das tickt weiter. Macht ihr die zusammen? Ja, den wegbaiten. Ich habe auch gerade gedacht, so, hey, du könntest dem jetzt auch Scharlachfäule verpassen. Warten, bis das mit Süd tickt. Und dann einfach wieder hier durchgehen. Die scheinen einem ja hier nicht zu folgen. Mal gucken, ob die resettet werden. Wäre vielleicht auch noch ganz interessant. Hallo, wo bin ich denn gerollt? Oh, du folgst mir doch hier durch. Hallo, lass mich doch mal. Was hat er da gemacht? Trinken!
Hier gibt's euch noch vier. Das ist aber ganz gut, so können wir die separieren. Das machen wir direkt nochmal. Regnet denn das jetzt? Chris Mimik. Ja. Eine mit Ritten im Kampf. Ja, warum nicht? Ich habe halt Angst, dass die Mimik auf den zweiten geht. Aber das können wir auch natürlich gerne ausprobieren. Also ein bisschen schleichen, schleichen. Wieder hier zurück. Am besten direkt aufsetzen. Wir müssen gar nicht zurückschleichen. Der will nicht fürs Tor. Okay. Aber hier kann ich die Mimik nicht rufen. Okay, das war. Ja, ist okay, ist okay, okay. Wir einigen uns auf ein halbes Unentschieden. Du hast Schaden gemacht, ich habe Schaden gemacht. Das war aua. Das war richtig aua. Was ist das für eine Kombo? Okay, ich war gestaggert, dann hat das Pferd mich gehauen und mich gestorben. Wombo-Kombo war schon übel. Aber das ist alles machbar. Frag mich nur, wenn man den einen macht und bei dem zweiten stirbt, ist der erste dann wieder da? Glaub nicht. Sachen, die wir gegebenenfalls verpasst haben, sind vorbei. Wir werden dieses Spiel nicht zu 100% beenden. Das ist dann schade. Der kommt dann wieder. Ach, das ist ja belastend. Warte mal, ich habe die ganze Zeit... Sind das die gleichen? Die sieht anders aus. Der hat eine Fackel in der Hand. Aber die haben die gleiche Waffe. Ich sehe, du bist noch bei den Reitern. Der Damage ist da. So. Kommen sie ran, kommen sie ran. Kannst sie separieren. Also hier kämpft nur der eine. Richtig, bitte nicht, bitte nicht. Ich kann. Der hat gerade eben so eine richtig üble Kombo rausgehauen. Die fand ich nicht nice. Nice. Okay, da war Nummer 1. Er gibt nicht mal Seelen, solange du den zweiten nicht kriegst. Ja, ja, wenn ich den Chat richtig verstanden habe, müssen wir den zweiten auch machen. Den zweiten können wir jetzt aber auf jeden Fall mit der Mimik machen. Problem ist, ich weiß nicht, ob wir genug... Aber hier können wir noch nicht mimiken. Nee, können wir erst durch die Tür. Deswegen ist es ein bisschen blöd, weißt du, wenn du halt hier die Mimik rufst, weiß ich nicht, ob die Mimik dann Bock auf den da hat. Was ist er? Kommt jetzt gleich einfach Überraschung, oder... Ich würde die Mimik schon mal rufen, wa? Aber ich wollte doch hier meinen Verfall machen. Habe ich eigentlich genug Mana? Ja. Wo ist denn der hin? Da ist er. Der ist einfach vorgeritten. Was soll denn das? Also, ich hoffe, du bleibst da jetzt auch stehen. Also, Scharlachfäule fand ich jetzt nicht so verkehrt. Einfach mal so immer ein bisschen Schaden für dich. Attack! Ja, jetzt brennt er nämlich auch noch. Jawohl!
wie lange man zum Aufstehen braucht. Herdlevel. Alles weg. Okay, jetzt wird aber deutlich leichter. Ja, ist ein, zu sagen, ja, der ist weg, bevor man ihn besiegt hat, ist aber auch anders wild. Okay, Erdenbaum, Großschild und Heldenrune. Ja. Was haben wir denn da? Stärke und Glaube? Ah, der brauchst du 30 Stärke. Aber, naja, Glaube, ne, ist ja nur, wenn man damit angreifen will. Wer spielt mit dem Schild? Dieser wuchtige Großschild aus Gold, oh nice, Gold, wurde durch eine alte Schutzanrufung gesegnet und wird vom Orden der schwer bewaffneten Baumwächter benutzt. Die Baumwächter sind der lebende Schutzwall des Erdenbaums und der Standard, den alle Beschützer des Erdenbaums anstreben. Okay. Goldene Vergeltung. Hebt den Schild, um seine Schutzzauber zu entfesseln. Hierdurch neutralisiert ihr Zaubereien und Anrufungen und schlagt mit goldener Macht. What? Okay. Das könnte so gegen Zauberer im PvP ziemlich geil sein. Ne, Stack, das hast du nicht richtig verstanden. Was denn? Stack hat im Chat was falsch verstanden. Easy, 2 an Schild, let's go. Und Dankeschön, Klaus Malzbier, für 5 Stunden 1 Subs. Vielen lieben Dank. Hallo Klaus, Dankeschön. Und erste Chat-Nachricht von Lucky Luca. Hey. Hey, zurück. Ich glaube, durch Essen könnten wir auch noch ein Level machen. Ja, 20.000 kriegen wir hin. Heldenrune. Ja, ich würde sagen, kriegen wir easy hin. Wie viel brauchen wir? 50.000? 49. Legolas, Leo, keine Ahnung. Unser Ziel ist vor allen Dingen Abspann, würde ich mal sagen. Schild war schlimm im PvP, ja, kann ich mir vorstellen. Es gibt Zauberer wie Sand am Meer und dann hast du einfach ein Schild, der alle Zauber negiert. Fände ich aber auch gar nicht so schlimm. Ich meine, Zauberer werden so gefeedet in diesem Spiel, das ist unfassbar. Es gibt auch einen Zauber, der Zauber negiert. Oh mein Gott. Ja. Yeah. Okay, wir haben gesagt Geist oder Kondition. Aktuell bin ich noch so bei Kondition. Geist. Wow. Ja, bin ich bei dir. Dankeschön, Rusty. Nee, Rusty Booster, ich wünsche dir ebenfalls einen wunderschönen guten Abend. Und Dankeschön, Zapfahren für 35 Euro Trinkgeld. Habt ihr eure privaten Spiele durch? Nein. Nee. Noch lange nicht. Nicht weiter als hier. Also ich bin nicht so weit wie hier auf jeden Fall. Okay, wir haben Weg da. Was wird's denn hier? Aha, lol, du sagst andere Richtung. Okay. I follow you. I follow. Diese langen, geraden, gesäumten Wege, diese. Der Drachen. Nee, Gargoyle. Nee, Gargoyle Time it is. Ich glaube, ich will mit dem Fett nicht kämpfen. Oh oh. Achso, das dauert jetzt so lange? Okay. Okay, das dauert auch zu lange. Jetzt? So. Moin. Können wir diese langen Zauber haben halt echt ein Problem, solange wir die brauchen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der dagegen immun ist. Oder zumindest. Ich sage, das ist nichts mehr. Also bis auf R1 sind alle Angriffe zu langsam einfach.
Der Wirbelwind des Todes ist des Todes. Der war nicht schön, wo man drin stehen kann. Weil der ist schon recht fix. Schade. Ja, ohne Witz. Also der ist nicht wirklich schnell, aber die Anrufungen sind zu langsam. Ich glaube, gegen Scharlachfäule wird er. Der ist ja aus Stein, da wird er wahrscheinlich irgendwelche Resistenzen haben. Ja, das war echt Helikopter. Ja, den habe ich gar nicht gesehen. Der Scharlachfäule von der Mimik wäre natürlich geil. Gargoyle Großaxt. Die sieht ganz cool aus. Das dürfte ja wohl ein Stärke-Ding sein. Ja, 24 Stärke aber nur, das ist erstaunlich wenig. Die bronzene Großaxt des tapferen Gargoyle. Genau wie bei ihrem Träger wurden auch hier fehlende Teile mit Leichenlipid repariert. Ein Flickwerk für Champions. Aber die sieht ganz cool aus, finde ich irgendwie. Habt ihr den Blut von Reisschan probiert? Spielen wir mit. Das ist fake! Ja, das ist nee, fake! Probiert haben wir den noch nicht. Ich habe davon aber gelesen, der Blutungsschaden. Generell ist, ne, haben wir uns schon öfter darüber unterhalten, Blutungsschaden ist in diesem Spiel einfach krass. Und bei dem. Das ist der Dolch, den du meinst wahrscheinlich, ne? Der geht schon gut ab. Ich hoffe, der spawnt nicht neu. Ja, aber der hat eine dicke Waffe gedroppt, das kann ich mir nicht vorstellen. Naja, wahrscheinlich nicht, wa? Wobei, in dem Dark Souls 3 war es auch irgendwann so, hey, Gargoyles sind jetzt Standard. Das kommt ja immer ja, wieder. Ja, guck mal. Nice, das ist Nummer 4 dann. Aber hier ist keine Grace. Zwei auch wieder. Wieder. Wow. Alter, dafür, dass die am Anfang wirklich so wenig selten vorkamen. Okay, ist hier irgendwo eine Grace? Wahrscheinlich. Saatgut voraus. Da links oben, oh, oder? Hallo. Moment, da links oben. Meine da oben am. Hat da nicht irgendwas geschimmert? Weiß ich nicht. Da schimmert so wahrscheinlich wieder weißer. Nee, da am Ende der Treppe meine ich. Nee. Da stehen da einfach nur zwei Typen. Oder so. Ja, geht mal. The fingers I served. Once prophesied, a tarnished would one day become Elden Lord and restore the Golden Order. Auf jeden Golden Order. Rannis Order werden wir restoren. The gold that enshrouds the heavens, the great tree which begets the pillars of light. Oh, tarnished. Hasten to the foot of the tree. And whatever you might face, the fingers will surely guide you. Ich finde die gar nicht so hilfreich immer, muss ich sagen. Nö. Wir gehen einfach weiter. Oder da? Rechts oder links rum? Ich schätze mal rechts, oder? Da hoch. Hätte ich jetzt auch gesagt. Hätte ich auch gesagt, sonst kommst du wieder raus. Ja. The Bait! Ja, das wird wahnsinniger Bait sein. Ah, das sind die, die direkt verschwinden, okay.
versucht Fernkampf. Siehst du den anderen denn? Den kann ich nicht sehen. Bis wann geht der Stream heute Abend denn? Ja, so 10, halb 11. Ja, so genau. Wo seid ihr? Zauber. Heißt Zauber, der zuschlagen wollte. Es ist halt einfach, es hat mich reingelegt, aber so hardcore. Das gereicht? Ja. Oh, verdammt. Mich wundert aber trotzdem, dass. Also, ich find's witzig, diese Designentscheidung, dass vor der Stadt so dieses Billo-Fußvolk steht, weißt du? Ja. Und die nicht reinkommen. Weil das dürfte nicht das Level der Gegner sein, die man da erwartet. Scheiße! Du musst halt einfach nur das Feuer hinhalten und ich bin ein Idiot. Tellerbrot mit oder ohne Butter? Mal so, mal so. Tür ich zu, oder was? Aber wir sollten doch die Gnade auf der anderen Seite haben, oder? Dass wir nicht dahin teleportieren wollen. Ja, das ist halt da oben. Meiner Meinung nach ging es von da nicht mehr weiter. Oh, das heißt, wir müssen... Das ist der alte Diplomat. Nee, ist aber wirklich, also ich kenne das, dass man das mit isst. Ich glaube, meistens habe ich es ohne gegessen. Noch neue Shareplay-Sitzung? Jo. Oh, Hausmarke soll bitte Teil 2 von Returnal machen. Sehr enttäuschend. Der war ziemlich gut. Okay, wo? Ich glaube, du kommst da auch gar nicht durch, weil also da müssten wir an dem Feuer links sein. Schick die Gnade dich. Ja, wahrscheinlich. Einmal außen rum anstatt unten? Das ist doch viel kürzer. War das kürzer? Naja, wenn du. Also meinst du nicht, dass das Tor da unten, wo die Mine ist? Ah, nee, das sieht nicht aus wie ein Tor. Das ist meiner Meinung nach. Ja, okay, dann muss er mal außen rumlaufen. Aber das muss auch nicht unbedingt eins sein. Ja, aber doch. Das sieht halt also, aus wie so eine Brücke halt. Auf jeden Fall danach aus. Eher als bei der Mine. Denke ich halt auch. Wobei das da sah eher aus wie, also das sieht aus wie das Haupttor, wo wir vorstehen. Weil da unten ist wieder so ein Ding, was man ja, hauen kann. Das hier sehen wir gerade. Ja, okay. Keine Ahnung, wo der Arsch sich hin teleportiert hat, ne? Echt nur interessiert. Achso, sind die da nicht weg und du musst rasten und wiederkommen? Es gibt auch manchmal die Situation, dass die Weißen sich wegteleportieren und dann an einer anderen Stelle sind und du die dann da noch erwischen kannst. Mhm. Aber hier weiß ich jetzt nicht. Okay, wir folgen einfach mal weiter der Straße hier. Nee, habt ihr das Schwert her? Aus dem Turm in Kelit, der ganz hohe, wo du die Rune bekommst, aber nicht oben, sondern ganz im Keller. Hallo. Was habt ihr denn dabei? Piraten-Peter. Goldene Rune 12. Ja, der hatte so eine Kiste dabei. Da habe ich mir gedacht, die Kiste will ich. Ja, wir müssen uns nicht kriegen. Das ist okay so. Ja, die gibt 1000 Runen. Also. Ich glaube, hier war ganz schön was los. Was sind denn diese Fackeln, die da überall stehen? Diese Riesendinger, ne? Ja. Ich weiß, ich glaube nicht, dass das Fackeln sind. Für mich sieht das aus wie so Bolzen? Andere Ende von der Bolzen? Ja, also kann, die... Stimmt. Warte mal. Was bist du? Achso, Fliegermaus. Was
der Öde. Stimmt, das könnten so riesige Bolzen sein. Die sind hier überall eingeschlagen hier, stimmt. Hallo, hier sind überall Fledermäuse. Razorblade, warum stempelt mir gerade, jemand ist Fürst geworden, aber bei den. Aber bei den beiden nicht. Hab das Passwort eingegeben. Oh, das ist eine gute Frage. Muss man da. Ne, im gleichen Gebiet sein, ergibt ja keinen Sinn. Naja, vielleicht, Fürst, vielleicht kriegt man nicht jedes Mal, wenn jemand Fürst hat, diesen sein. Bonus. Gehen mal hier rum, das müsste der Weg sein. Ich weiß auch gar nicht, ob es irgendwie eine Limitierung dafür gibt, weil ich meine, stell mal vor, da haben 10.000 Leute dieses Passwort benutzt. Dann wird ja irgendwann nur noch da stehen, Fürst, 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 Fürst. Oh. Wir haben safe irgendwo eine Grace verpasst. Ich bin hier gerade nicht so wohl. Achso, vielleicht spielst du auf dem PC? Oh mein Gott. Ja, ja, ich glaube, das sind mehrere von denen. Das ist blöd. Ja, wir befinden uns aber auf dem richtigen Weg. Von wem ist die Sicht? Peter spielt gerade. Admis Arma, hallo. Oh Gott, der schießt auf mich. Wir wechseln uns mal ab. Ja gut, das hat er schon öfter gemacht, ne? Ja, ich dachte, die schießen erst noch auf die NPCs. Der da sieht gut aus. Hier muss irgendwo eine Granate sein. Dahinter ist auch ein Boss. Also, vielleicht nicht hier direkt vor diesem Gegner, aber irgendwo in Reichweite muss irgendwas sein. Ich sehe auch keine Statue. Ach, dem kannst du hinterher gehen. Ich sehe keine Gnade. Okay. Na dann, einfach so. Ich würde versuchen, dich von links hinten anzuschleichen und die Fäule reinzudrücken. Problem ist, wenn das nicht klappt, bist du nicht auf dem Pferd. So weit haben wir auch noch nicht gesehen, ne? Ja, okay. Anschleichen könnte schwierig werden. Direkt ein Boss hinter dem. Direkt ein Boss vom Boss. Das ist ja auch mal wieder was fucking From Software, ey. Ja, diese Baumwächter kommen jetzt halt durchgehend. Wer hat's denn? Oh Gott! Oh ja, moin! Oh, das Pferd kann spucken. Oh ja, da habe ich ein bisschen overheat vielleicht gerade. Okay. Oh, 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 gut, dass du weggerannt bist. Oh mein Gott, ich wollte dich fett angreifen, Junge. Der tickt übrigens immer noch. Also. Fuck you. Komm her. Nice. Der hat ein paar coole Angriffe drauf gehabt, muss ich sagen. Ohne Witz. 50.000 Seelen! Und der hat die Drachenkralle? Keule und den Schild verloren. Schild, okay. BD, aber ist Stärke. Drachenclown Schild. Okay. CD? Also Stärke, so, yeah. Geschick DD jeweils. Diese Waffe wurde angeblich aus der Kralle eines großen uralten Drachen geschnitzt. Sie stammt von den grotesken Baumwächtern, die immer noch dem Erdenbaum dienen. Die Kralle ist in Blitze gehüllt und zerfetzt mühelos die schwachen Nachfahren der mächtigen Drachen. Macht die Blitzschaden? Ja, Tatsache. Nice. Und das Drachenclown-Schild. Dieses Großschild wurde angeblich aus der Kralle eines großen uralten Drachen geschnitzt. Der stammt von den grotesken Waffen. Okay. Ja, macht Badaboom.
Wie sieht denn das aus, wenn man quasi... Wenn hier beide mal Fashion Souls mäßig unterwegs sind. Oh, ist schon nicht schlecht. Ah, hat schon was, würde ich sagen. Okay, jetzt ist tatsächlich der Bosseingang verschwunden. Da vorne ist eine Grace. Kann ich hier reiten? Ja. Meinst du, da kommt noch einer? Ich hoffe nicht. Ich denke nicht. Ich glaube aber, das ist der Weg in die Hauptstadt tatsächlich. Ja. Okay. Ist ja auch extra bewacht worden. Ja, der war quasi der Boss. Mitnehmen können, ne? Achso, ja, stimmt. Ich glaube, ich würde dann noch ein 7-4 oder 8-3? Ja. Für 7-4. Ja, mach mal 7-4. Okay. Dann noch Ausdauer oder Geist. Kondition. Ah, hallo Lena. Nebelig. Danke, by the way, auch Steffen für 25 Euro Trinkgeld. Gucke ich schon seit der ersten Minecraft-Season täglich. Danke dafür. Grüße aus Strahlen. Wann Kevspap einen trinkt. Ja, vielen lieben Dank. Ich würde Kevspap nur zumachen, aber ich glaube, das ist Quatsch. Mir zu erzählen immer wieder, dass irgendwas zumachen soll, und dann ist er dem halt gar nicht zu. Aber ich mach mal Licht, ne? Jetzt alles safe. Kein Blut, keine Nachricht. Obwohl hier ein Aufzug ist. Stimmt. Ja, ich war hier ja noch nicht. Gibt's auch so eine Art Heimkehrknochen hier, dieser Homeward Bone, wo man aus Bossräumen rausporten kann? Nicht. Habe ich noch nicht gesehen. Toll. Aber was du auf jeden Fall hast, ist, naja, so eine Art. Weißt du, wie der Ring, dass du, wenn du stirbst, keine, also in dem Sinne Seelen, aber hier Runen verlierst. So ein Talisman. Muss nicht so panisch raus. Genau, der Opferzweig. Sieht schick aus. Wir sind auch sehr nah dran jetzt. Da müssten ja eigentlich noch ein paar Wächter kommen. Ist das der Erdbaum? Ja, das ist der Erdbaum, oder? Ja, der ist schon sehr groß. Da ist ein Tor drin. Oder bilde ich mir das da gerade ein? Nee, da ist auch ein Gesicht im Tor. Oben. Was? Ja, ach so. Ist das nicht der Baum selber? Ja, das sieht ein bisschen aus wie so ein trauriges Gesicht, aber ich glaube, das ist ein Baum. Ja, das kann. Ja, ja. Das sieht abgefahren aus. Ist der nicht One-Time-Use? Ja, ja, die Ringe früher waren auch One-Time-Use. Wieso ist rechts so viel Blut? Wieso ist generell hier so viel Blut plötzlich? Sind die alle einfach hier runtergesprungen? Hier ist ganz schön viel Blut. Was macht er denn da? Ist das ein NPC? Kannst du den anvisieren? Nope. Kann ich anvisieren. Großer Baum voraus. Ne? Ja, würde ich auch sagen. Ja, alles detailliert angeguckt und jetzt rushen wir da durch, weil wir mehr Fortschritt brauchen. Ja, wir wollen auch ein bisschen mehr Story machen. Das Spiel ist ein 150-Stunden-Spiel. Eben, also wenn wir immer alles überall durchgucken, werden wir damit halt nie fertig. Das ist ein bisschen das Problem. Das ist nicht so, dass wir da durch, also ich würde jetzt nicht durchrushen wollen, aber halt zumindest mal einen Stream haben oder zwei oder so, wo man ein bisschen weiterkommt. Wäre natürlich ja, genau. Jetzt richtig kacke, wenn wir heute so einen Boss treffen, den wir nicht schaffen. Ja, aber das ist ja der Moment, glaube wo das Spiel nicht. Einen sagt, hey, geht nur mal ein bisschen woanders gucken. Ja, genau. Oh, lol. Wo kommst du denn wieder her? My utmost thanks for bringing me to the base of the Erdtree. Here, I can govern my own movement and thus the accord is fulfilled. Ah, ja, stimmt. I shall depart. To ascertain the purpose I was given. Wait. Farewell. I shall leave Torrent.
and the power ah, okay. To turn ja, dann kannst du von mir aus gehen. Here, with you, I wish you luck in realizing your ambition. You have fought long and hard. I have no doubt you will become Elden Lord. May you take the throne. Das wäre halt auch so ein From Software Move, ne? So, ja, okay, du hast jetzt bei diesem einen Feuer gerastet, also nehmen wir jetzt die Fähigkeit weg zu leveln. Das hätte mich nicht mal gewundert. Ja. Du kannst ja die andere eine da, glaube ich, zu einer Seelen... Ich weiß gar nicht, wie die heißt, Seelenhüterin oder wie so auch immer das heißt, machen. Oder? Nee, Moment, das war... Nee. Oder? So, ich weiß nicht, ob man noch jemand anders zu Seelen... Frau machen kann. Alter, da standen... Also da hatten wir schon mal aus einer anderen Perspektive... Ich glaube, das ist ein Gegner. What the fuck? Die sehen ein bisschen weird aus. Reiset wie ein Traum. Tatsächlich, das sieht ja mega geil aus. Holy shit, Alter. Scheiße, leider nicht One-Hit. Oh, liebenswerte Person voraus, was? Also hast du nicht anvisiert, ne? Doch, ich hatte anvisiert. Ja. What? Ich wollte gerade sagen, das folgt dir. Was war? Nein? Das ist wie Glaubenszauber, also Heiligschaden, den die machen. Und ist auch noch was, da kommt man auch hin, da unten links ist ein Gegner. Mhm. Das sind halt voll die süßen Trompetchen so. Süße Trompetchen? Also. Ja, grundsätzlich schon cool mit ihren Bläschen. Sieht aus wie ein drückendes Heroinpäckchen. Wenn du dir genug reinziehst, sind die dann wahrscheinlich auch. Ja. Wait, bist du größer? Oh. Das ist nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, wenigstens können wir dich gut staggern. Das ist ein Problem. Wir könnten mal wieder so eine, wie hieß denn das? Träne? Träne könnten wir, glaube ich, mal wieder gebrauchen. Die uns mehr Shit gibt, ne? Ja, mehr. Bist du? Mehr Heilung. Das sieht nicht so angenehm aus, das Ding da unten. Nee, wa? Das Gefühl habe ich irgendwie auch. Guck mal, wie die sich fortbewegen. Hello there. Die bewegen sich. Das wird später aus den. Weißt du, die haben früher mal angefangen im Schulunterricht. Da waren die noch Blobby-Volleys. Und später. Okay. Ein Gargoyle? Das ist wie so ein Gurank oder so. Kommt näher, Peter. Okay. Das ist gar nicht schlecht. Aber er konnte sich Gerank nicht bewegen, wa? Ich konnte den nicht so gut erkennen. Du musst aber denken, warte, ich gucke mir das mal im Stream an. Ich glaube, eure Bildqualität ist besser als meine. Oh Gott. Das ist belastend. Gibt's hier nochmal ein Grace vielleicht? Okay, scratch that. Meine ist ein bisschen besser. Aber vom TV sieht das definitiv besser aus. Ich finde es echt schade, dass gerade bei Elden Ring irgendwas
fehlerhaft ist, dass der dass dieses Shareplating so eine halbe Sekunde Verzögerung hat. Das ey, dass ist mir bei Demon's Souls nicht aufgefallen. Chat, was ist das für ein Ton? Ja, Damage. Ein hohes C, oder? Ohnsaft? Ja. C-Dur, alles klar. Hör, sehr frech! Ja, nee, der braune Ton ist es nicht. Ein Fiss? Okay. Ein bitteres F. Achtung, Bettler. Oh. Okay, wann kommst denn du? Du kleines Arschloch. Die hängen hier jetzt auch noch rum. Jetzt, oder? Nee. Ich hab doch Schritte gehört. Hörst du das? Ich hört, ja, ich hört. Ey, wann kommt er denn? D-Moll, eindeutig ein H. Okay, erst. Vielleicht, wenn du da irgendwie runterspringst, um auf die Dächer zu kommen oder so, kommt er mit. Ja, vielleicht. Als ob du da auch noch über die Dächer rennen kannst. Da musst du jetzt sogar, oder? Ah, ne. Vorsicht vor... Okay, links. Oh, Headshot. Zing, zing hat er gemacht. Sag schon mal. Kann er nicht mal um die Ecke kommen? Ah, jetzt ja. Kommt er. Bin auch nicht langsam. Das war der Surprise-Page. Oh mein Gott, ja stimmt. Das ist mal so eine Grace, ne? Hätte ich ja jetzt persönlich so gar nichts gegen. Ach, hatten wir doch eben erst. Wait, hier war ich schon. Surprise. Okay, wofür bin ich diesen Rundweg gelaufen jetzt? Damit du da auf unten auf die Dächer kommst. Oder so. Also ja. Die Dächer könnten wir springen, wir könnten aber auch den Aufzug benutzen. Page als NPC OP, Page als Asche Loser. Endlich sagt's mal jemand. Wie war ein geiler Stream, Kugel läuft da noch. Aber wenn du weg musst, danke fürs Zugucken. Da links ist doch... Hier kann man auch runterspringen, auf jeden Fall. Ja, aber du willst doch da zu einer Grace, oder nicht? Halt nicht die normalen her? Wege eher, so die größten Sachen. Ist eigentlich hinter dir jetzt einer? Nee. Hätte mich nicht gewundert, wenn die da oben einen Drangang hätten. Oh. Er hat angefangen. Hier gibt es eindeutig zu viele Wege. Jetzt habe ich hier schon gespuckt. Schatztruhe. Ja, die ist ja hinter dem Tisch. Hey, yo. Parfümflasche. Wofür war das nochmal? Kannst du bestimmt füllen und dann werfen. Aber ich weiß es nicht. Ah, ja, das kann sein. Alter. Oh Gott. Da singt schon wieder jemand. Stimmt. Der ist ja gefesselt. Jo. Fluch des Saatbeets. Das ist ein Schlüssel. What? Ein Fluch, der auf einem vom Dummfresser geschändeten Körper gewachsen ist. Aha. Der Dummfresser lässt den Fluch des Saatbeets auf Leichen heranwachsen. Er verhindert damit, dass Seelen der Toten zum Erdenbaum zurückkehren, sodass sie für immer verflucht bleiben. Eine der schlimmsten Abscheulichkeiten, die es im ganzen Zwischenland gibt. Meinst du, das hätte man bei Rani benutzen können?
Wo? Auf der Leiche. Oh. Weiß ich nicht. Das würde mich mal interessieren. Ja, der Kotnascher, genau. Okay, ich gehe mal wieder runter. Nein, okay. Nehme den normalen Weg. Ja, komischerweise, ich weiß auch nicht, wieso bei uns hier in diesem Speicherstand. Also, ich habe mittlerweile eine Tür mehr auf im. In der Tafelfeste. Höchst konzentriert. Mhm. Gibt's einen Command? Warte nur auf den Backstep. Nee. Uhu. Das hab ich gesehen. Oh. Der eine sieht Billo aus, der andere nicht. Schaut doch nach, ob die offen ist. Ja, können wir machen, sobald wir mal wieder eine Gnade finden. Für Sparta. Oh oh. Erst mal. Oh! Oh, du hältst aber aus. Moment. Das geht nicht durch die Wand. Okay, war risky, aber rewarding. Ja, risky war, das stimmt. Mann, ey! Ich hab das Gefühl, dass wir schon jetzt hier. Oh, Leute. Interakt voraus. Dann ist das von oben runtergesprungen, quasi. Ja, aber der kommt nicht alleine, das ist blöd. Das war ein Anlocken. Okay, geht nicht. Aber ist ja nicht schlimm. Geht nicht. Ah, doch, geht wohl. Wohl. Na gut. Oh, du kannst ein Follow-up machen. Das hatte ich vergessen. Deswegen hast du gesagt, du hast den Boss dreimal geschlagen. Ja, genau, das meinte ich. Da gab es noch so eine Möglichkeit. Und jetzt das Vieh von oben. Ich schätze. Der Page. Oh mein Gott. Kannst du die Tür da aufmachen? Ja, ich denke mal, ne? Warum sollte man sonst hier rumgehen? Okay, vielleicht auch nicht. Wegen dem Gegner. Ha. Okay, aber Dead End finde ich gut. Aber diese Tür ist doch zugeklebt mit irgendwas. Damit hat es doch irgendwas auf sich, oder? Ihr wart nicht überhaupt das Trigger, dass der Priestertyp geht. Der ist bei mir, Xay, der ist bei mir schon super früh gegangen. Also wirklich. Bei uns ist richtig, der immer noch nicht früh gegangen, oder? Ja, ich weiß aber nicht, ob das damit zusammenhängt, dass wir den irgendwie mit Büchern versorgt haben, keine Ahnung. Aber bei mir im Playthrough ist der schon super früh gegangen und hat gesagt, ich muss weg. Oh. Woher wir die Asche vom Pagen haben, weiß ich nicht. Ey. Nur noch eine Hälfte Dingens. Der geht nur, wenn man den PvP-Gegner besiegt. Ja, aber den haben wir in diesem Scheiße. Playthrough schon länger besiegt. Fuck, das ist unendlich lange. Das ist richtig. Und ich glaube, bis zu den Runen wird schwierig. Oh Mann. Königliche Hauptstadt. Weißt du was? Wir mal doch mal gucken. Also, hier ist er noch da. Ah, I have been waiting for you. I've decided to leave the round table hold. Ach, klar. Jetzt geht er. I'm off in search of the noble gold mask.
Okay, das heißt, du kannst ihn entweder vorher triggern oder dadurch, dass du da ankommst. Ja, das ist nicht schlimm, wenn man irgendwelche Sachen, die von ihm noch nicht hat, kriegst du die Klangperle oder so. Hat er nicht gerade gesagt, wir sollen noch was lernen, wenn wir was lernen wollen, weil danach geht das nicht mehr? Ja, aber also A, können wir uns nichts leisten, B... Ja, wir müssen auch nichts, also von mir aus müssen wir nichts holen. Wir haben gute Sachen. May the Golden Order. Ah ja, tschüss. May the Golden Order. Aha. Aha. The door is opened. Ja, hier passieren ja Dinge. Da können wir 1, 2, 3 und 4 kaufen. Ja, Tatsache. Aber nur ein paar, wa? Ja. Nicht unendlich. Hello there. Have you ever felt the curse? With your whole being? The pox upon life itself? Feared and despised by all? The reviled blessing? Apparently not. You are but a lamb. A stranger to defilement. Ignorant of your own ignorance. You no longer interest me. I've been long without peace. Don't spoil my quietude. Warum wieso der rot ist? Stimmt. No. Wait. You have felt the curse. I can smell it on you. The pox, yet tender. Apparently my seed bed is ripe and waiting. T'was a brief respite, I must say. Go and unshackle my corporeal flesh, trapped in the sewer jail below the capital. Mm-hmm. I can kill you and defile your corpse. Then the pox will truly be your own. Das klingt nicht so geil. Oh, finde ich super. Shackle my corporeal trapped in the sewer jail below. I can kill you. Then the pox will truly be your own. Okay, aber der hat uns den Schlüssel gegeben. Ja. Für irgendwo unter der Hauptstadt. Aber Kerker, hast, Kanalisation, irgendwie sowas. Ja genau, du hast ja gesehen, wir kommen da irgendwo hin. Also. So, wie sieht das eigentlich hier bei euch so aus? Was hat er gerade gesagt? I need to warn you about something. A little while ago, someone started lurking in the wing on the opposite side of the round table. And I can hear, from all the way over there, the howling and wailing of spirits in fear of a curse. I can even hear the repulsive twisted malice in itself. A plethora of spirits in an unceasing cacophony. Cacophony? Can't even imagine. How much suffering inflicted to who knows how many souls. Not even the grafting caused anything like this to happen. You should keep your distance. I know you're strong, but please. Okay, die warnt uns vom Scheißefresser. I can hear it from across the howling and wailing. You should keep. I know you're strong. Ja, wir brauchen immer noch die 8. Aber der, dass der Schmied gerade angefangen hat, mit sich selber zu reden, das macht mir ganz schön. Er hämmert auch nicht. Was ist denn los? Oh, it's you. Don't pay me any mind, it's not important. Just lay out your arms. Okay. Ich hoffe, er hat nur Nein, Nein, Nein gesagt. Guck mal, stimmt, wir könnten das Ding sogar verbessern, wenn wir ein paar Seelen poppen. Ja, wobei für die Drachensachen ist vielleicht sogar smarter, diese Drachenkommunion zu verbessern. Weil wir nicht die
Drachenscheiße, die skaliert halt mit Arcane. Ach so, ja, stimmt. Nee, dann nicht. Jawohl. 2600. Back already. No matter. Jawohl, noch ein Level. Ah, Schmiedestein 6. Brauchen wir noch zwei Stück. Nein, nein, nein. Die Waffe ist nicht gut genug. Ich muss eine Waffe schmieden, die einen Gott töten kann oder so ähnlich, hat er gesagt. Aha. Kann man eigentlich, also geht eigentlich die Tür hier hinten nochmal auf? Ich jetzt fragst du das gerade den Chat oder mich? Nee, dich? Keine Ahnung. Okay. Der Chat weiß das auf jeden Fall. Ja, dann. Ist unten noch was Neues? Ich meine, wahrscheinlich nicht, aber. Warten wir doch eigentlich. Ja, mal, wenn wir eh gerade hier sind, wenn wir mal hier da sind, noch. Stimmt schon. Hier ist ein bisschen randaliert worden, oder? Ist das nicht immer so? Nee. Ist da hinten rechts was? Nee. Nee, nee, nee. Also sicher, dass die Sachen hier so rumliegen? Hätte ich jetzt gedacht, aber ich bin nicht so häufig da unten. Ja, kann auch sein, ich mich vertue. Aber sonst ist auch niemand hier. Nee. Weißt du, voll die schönen. Das ist ganz gemütlich da unten, aber interessiert keine Sau. Ich glaube, hier würde ich mir gerne einen Sessel hinsetzen und ein bisschen chillen. Ja, ohne Witz, da ist so ein ganzes Schwein, was da rumliegt. Das müsste mittlerweile auch ganz schön schlecht sein. Ja, dann sind wir durch. Geh mal kurz Honey gute Nacht sagen. Mach das. Chat, wir waren hier, oder? Wir im östlichen Wall sind und da ist die Götterbrücke. Können wir nicht einfach runterfahren? Den Balkon? Welchen Balkon? Achso, da in der Fest... Ja, ja. Da, die, den Invader war schon lange gemacht. So, jetzt weiß ich natürlich, ich habe völlig nicht aufgepasst und weiß natürlich 1:1, wo wir lang müssen. Warte mal. Ah, okay, ist ein bisschen tief. Tüdelü. Eigentlich wäre es echt geil, wenn wir unsere Waffe noch einen aufwerten könnten. Die geben 1900. Bekommen. Was machst du denn da für Trompeten? Ich zuerst. Ja. Wir haben eine Trompete bekommen. Können wir damit auch Musik machen? Oh, warte mal. War nur der Wind. Ja, hast du meine Glaubenswaffe? Bin wieder da. Gesunden. Bei seinem Gewicht spürte jeden Treffer durch Mark und Bein. Nur es. Eigentlich ist dies ein Instrument, aber kein normaler Mensch könnte es je spielen. Vielleicht ist die Zeit für sein Erklingen auch einfach noch nicht gekommen. Wir haben diese geile Tröte bekommen? Ja. Was sind wir da? Hier wurde der erste dicke Stand. Ah. Also, L2 macht das die Seifenblasen?
Das klingt so bescheuert einfach nur. Ich find's super, dass man Seifen das machen kann. Ja, ohne Witz. Was macht das für ein Damage? Entschuldigung, ich war am Anfang nicht da. Achso, wie den Damage weiß ich gar nicht. Glaube. Glaube, heilig, schick und stark. Aber ich glaube. Ja, okay, nice. Wenn man lustig ist, kannst du Blubbelblasen machen. Du hast bestimmt PvP-Builds zu. Stimmt. Ja, war schon ganz gut. Als ob. Das war frech. Jawohl. Wo waren denn die jetzt? Da unten drin? Nee. Ne, wo willst du wieder mit dem Aufzug nach unten fahren? Der war da unten, oder? Also. Wer genau? Ach, oder? Muss ich hin? Ich würde sagen, du musst da rein und dann die Treppe runter und dann den Aufzug nehmen. Ah ja. Also links rein. Also, die kannst du natürlich auch wegmachen, wenn du willst. Überraschung! Reifen weißes Fleisch ist. Das kriegen wir sonst von Schildkröten. Oh, der Page ist nicht mehr da. Oder? Der war auf der Treppe am Patrouillieren. Dankeschön, Mortrax, für die Subs, also für den Resub, Sharky Mike, Kremsi. Ja, da ist er ja. Music. Oh. Drinkler. Und Federbusito. Lukas. Lockdowns. Skedar Kantor. Und allen anderen. Vielen Dank für eure Subs, egal ob neu oder verlängert. Entschuldigung. Ich hab nicht gesehen, aber hey. Das wäre der Besten. Ist okay. Was denn da für ein Gedudel? Ach so, das da. Das ist eine echte Flöte, oder? Es wirkt so. Klang vor. Oh wow. Die scheinen nicht nochmal wieder aufzustehen, was ja eigentlich ganz gut ist. Ja, die sind einfach Depri und bleiben da sitzen. Das ist gut. Da sind Ruhen. Was war hier nochmal das Problem? Der da, ne? Nee, nicht nee der. Die zwei, die da drin sind. Der eine spuckt Feuer und der andere war schnell und... Alter! Als erstes durchrushen und die Seelen safen. Oder meinst du, du kannst die Scharlachen? Das kann natürlich auch sein. Hallo, Partykiebel. Das hat nicht funktioniert. Der eine ist leider hinter den Tresen gefallen, sonst hättest du die sogar noch gekillt, glaube ich. What? Wer sind die denn alle? Oh. Ich habe die Inquisition aufgeschworen oder so. So, da war die erste Scharlach-Tote. Hallo. Nee, der da bin ich nicht. Oh fuck.
Ach, kommst du heute? Ich wollte springen, Mann. Attack! Immer noch Attack! Oh, nicht mehr Attack. Okay. Nice, trotz verzögertem Angriff ausgewichen. Ja. Alle? Läuft da nicht nur einer rum? Ich höre gerade nichts. Oh, was ist das denn hier? Was da? Sie sehen, sehen sie nichts. Oh, doch, da läuft da einer rum. Hier ist keiner. Nicht gehört. Ach komm. Haha, reingelegt. What? Ach, das ist geblockt. War echt eigentlich. Uiuiui. Warum? Trotzdem leider sehr viel gekostet. Ja, aber es geht weiter voran. Du warst dann jetzt doch schneller da, als ich erwartet habe. Ja, das geht eigentlich relativ zackig. Ich würde sagen, da kannst du sogar durch, also hinrennen. Oh mein Gott! Ich habe L1 gedrückt. Ja, für ein Schild quasi. Geil, Fächerdolche. Oh, hallo. No. Wie weit reicht denn das? Erstaunlich weit. Ja, Scharlach voll interessiert ihn immer nicht so. Nein. Sind alle ganz schön blitzig unterwegs. Oh, oh. Nein, du warst schneller! War schneller! Das war jetzt belastend. Dammit. Aber der Weg dahin geht. Ich würde sogar sagen, weißt du, da an der Stelle, wo du durch diese Kisten gegangen bist, du musst ja gar nicht in den Raum mit den Tanten. Du kannst einfach durch die Kisten gehen, hast dann zwar den Ritter und... Ja, ist richtig. Das ist gut. Aber Runen, naja, also ich muss sagen, wenn du die Gegner, die bis da sind, wenn du die machst, bist du auch schon wieder bei 10.000 oder 11.000 Runen, dann glaube ich. Also hier kriegt man, glaube ich, ganz gut Runen wieder zusammen. Zweifeln. Ah, den, oh, scheiße. Achso, nee, rechts runter. Hätten nur den hier wieder hochschicken müssen. Ja, Vorsicht vor rechts. Mit der Page. Das war ein starker Abgang, muss man sagen. Was ist denn jetzt? Hast du ja eigentlich schon wieder Ruhe. Ich gehe mal kurz gucken, wie die Essensvorbereitungen sind. Ja. Und ich brauche ein neues Wasser, weil hydrieren ist wichtig, Leute. Allerdings. Scheiße. L2 mehrfach drücken, wenn ich nachziehen will. Ich dachte, ich muss gedrückt halten. Das war ein dumm von mir. Oh, das hat er gut abgeblockt. Gegner brauche ich hier fast einen Trank, das ist nicht optimal. Aber wir haben auch kein Schild. Wie wir halt auch immer noch keine Grace haben.
Ah. Aber doch mal in die Richtung. Okay, hier gibt es mehrere Wege. Da ist so eine Art Kapelle oder sowas. Ist einfach nur so ein kleiner Gang. Was sagst du mir hier? Sollen wir mal ein bisschen auf die Nachrichten achten. Vorsicht vor Gruppe. Klingt ja erstmal schlecht, ne? Gehen wir doch einfach mal weiter geradeaus. Vielleicht ein Shortcut wird mir erreichen. Kein Shortcut. Das ist. Oh. Wait, aber da oben. Aber von da oben kommen wir, glaube ich, nicht hier runter. Wir sind hier ganz nah an unserer Grace. Ich weiß nicht, ob es hier so eine Art Aufzug gibt oder sowas. Na, hier ist schon wieder vorbei. Okay, dann ist das kein Shortcut, den ich hier freigeschaltet habe. Okay, was? Scheiße, hier war doch gerade noch eine Nachricht. Fuck, die hätte ich mal besser lesen sollen. Okay, dann gehe ich jetzt als nächstes in die Kapelle. Das sieht aus wie ein Aufzug da. Das ist zwar nicht die Kapelle, aber das sieht aus wie ein Aufzug. Aber hier geht's runter. Naja, das ist belastend. Runter ist es nicht. Nee, runter wollte ich eigentlich nicht. Ich sehe immer noch kein Grace. Nee, wir gehen erst in die Kapelle. Okay. Was hast du mir hier? Vorsicht vor starker Feind, aber Aufzug suchen. Okay. Damit kann ich arbeiten. Okay. War aber schön, solange es funktioniert. Oh nein. Okay, dich ohne Schild. Er ist stark. Okay, aber das klingt so, als würde es da Richtung Hauptstadt gehen. Das ist okay für mich. Wo ist denn dann der Ob? Oh. Ja, wir waren kurz vorm Shortcut. Hahaha, ihr Ficker. Oh, Runenfarm finde ich gut. Ja, quasi. Wie ist die erste Situation? Nein. Diskutabel. Also noch kein Essen. Ja, es war so, ich weiß nicht, was ich zuerst machen soll. Ich sag, so, okay, wir haben für die nächsten drei Tage drei Sachen zur Auswahl. Mach doch irgendwas davon, ist mir völlig egal. Ich sag, mach doch irgendwie die Kalamari mit Zucker. Nee, da habe ich nicht so Bock drauf. So, okay, guck mal, cool, da hast du nur noch zwei Sachen. Okay, also es wurde noch nicht mal angefangen. Nee. Very sad indeed. Aber das ist gut, dass du hier nochmal lang gehst, dann kann ich das nochmal nachvollziehen. Ja, ich war kurz vorm Shortcut gerade. Oh fuck.
Ich fliehe! Okay. Fließt weiter? Ja. Oh. Die Reichweite ist nicht schlecht davon. Ohne Witz. War der Zauber, der von oben kommt, den wir bei dem Priester da hinten kaufen können. Aha, aha. Oh. Der ist böse? Der ist böse. Okay. Deswegen ignorieren wir den jetzt. Ja, wenn wir vorm Shortcut sind, auf jeden Fall. Da ist er nämlich hier, Ficker von Elden Ring, ey. Jetzt können wir den von mir aus easy machen. Weil wir haben so viele Seelen, wir könnten besser leveln eigentlich. Ja. Du bist ja hier dran vorbeigelaufen, also. Ist ja jetzt nichts neu da. Was fehlt uns denn? Ja, eine 7. Na, ja, 2 7. Ja, 7 ungefähr, genau. Also. 7000 fehlen uns. Also hätte ich jetzt eine 10 genommen, die müsste doch 5 geben. Genau. Und eine 6. Müsste 2 geben. Boah. Also wieder Geist. Entschuldigung. Ah, langsam wird's. Ja. Auch mittlerweile echt viele Seelen für so ein Level. Ja, aber hier kriegt man aber auch definitiv mehr. Also ja, als stimmt. Da in der vorigen Gegend, wo wir rumgeeiert sind. Cool, bei mir sieht's so aus, als würden wir schweben. Okay, da bin ich mal gespannt. Ja, das ist halt einer von diesen krassen Rittern, mit dem wir schon mal so Probleme hatten. Der hat eine interessante Waffe in der Hand. Scheiße. Oh, no, ich erinnere mich, den ich da runtergeschubst hab. Ja, genau, den da runtergeschubst hab. Scheiße, ich hatte vorher schon B gedrückt. Interessiert der Teil auch natürlich wieder so null. Körper belastet ist das. Wir machen aber so viel Damage das mit der L2. Damage, die L2. Die macht so viel Damage, vor allen Dingen, wenn du die ein zweites Mal benutzt. Holy fuck, ey. Heldenrune 5. Heldenrune 5? What? Also gibt die das Fünffache? Das ist ja eine, das ist so ein Level. Ah. Die gibt's Stongs, ja. Soll ich nochmal zurückgehen und die poppen? Uff, klar. Also warum nicht? Also, ja, wo geht's denn weiter? Weiß ich nicht. Irgendwo zum Level musste ich ja dran. Also du kannst ja wieder vorbeischleichen. Nee, alles gut. Ah, der respawnt nicht. Hätte ich jetzt gesagt zumindest. Wait, respawnt der? Fuck, das war doch einer von diesen fetten Rittern, die nicht respawnen. Vielleicht respawnt der aber natürlich. Eigentlich geben die nämlich auch krasse Sachen. Der hat uns jetzt gar nichts gegeben, ne? Nee. Der hat nur eine kranke Rune bewacht. Wie viel gibt die denn? 35? Fetter Chat? Ja. 35 ist schon echt ordentlich. Das ist krass. Jetzt brauchen wir noch 6. Fällt gerade ein, wo wir die ganz am Anfang kurz die neuen PlayStation Plus Sachen besprochen haben. Ich finde, wenn man dieses Premium-Abo dann hat, könnten die sich mal überlegen, dass dieses SharePlay nicht nur eine Stunde geht, sondern halt ever. Dann wäre doch mal was. Apropos, hast du mitbekommen, dass sie Zelda verschoben haben? Mhm. Fast gedacht, ja, ein bisschen schade. Ich meine, wenn sie noch Zeit brauchen, sollen sie sich die nehmen. Ein paar Leute hatten bei dir auf Twitter geschrieben, so von wegen, ja, es kommt so viel raus. Wo ich mir dachte, also wir haben jetzt schon eine ganze Menge gehabt.
Ich glaube, God of War soll dieses Jahr noch kommen. Und God of War Starfield. Und Starfield. Das sind die Top-Titel, hätte ich gesagt, oder? Und sonst wüsste ich gar nichts riesig Großes mehr. Ja, aber Dankeschön, damit Chat. Ist dieses Jahr schon 10.000% ja, krasser als letztes Jahr. Allein Elden Ring würde reichen für dieses Jahr, theoretisch, aus meiner... Xenoblade kommt dieses Jahr noch. Ja, gut, das... Weiß gar nicht. Ich glaube, das ist nur für mich und Sepp interessant. Bayonetta ist mir egal, Splatoon ist uns allen egal, Pokémon ist für Jay und Peter und ein bisschen mich vielleicht interessant. Ja, für mich aber auch nicht so sehr mehr. Also Arceus habe ich mir angeguckt und mir gedacht, Alter, nee. Habe ich so 5 Minuten gespielt Hogwarts und dann weggeworfen. Also bin ich auch nicht so der Mega-Fan. Stalker kommt nicht mehr dieses Jahr. Nee. Wie soll das funktionieren? Die können in der Ukraine, glaube ich, nicht gerade... Da haben die andere Sachen als Programmieren gerade zu tun. Docker 2 erscheint nicht mehr dieses Jahr, Freunde. Safe nicht. Würde, also die machen halt dieses Jahr logischerweise gar nichts da dran. Ich habe letztens gelesen, The Forest wurde auch verschoben. Ja. Aber das weiß ich nicht was, wohin. Das hat nur einer auch auf Twitter geschrieben. Doch, machen in Prag das fertig, als ob. Aber bestimmt nicht dieses Jahr. Also mich würde es zumindest überraschen. Achso. Ja, ich mache sofort neue Shareplay-Sitzung. Dann machen wir die 2 Ritterkinder. Oh. Okay, jetzt werden es potenziell mehr Ritterkinder. Die halten aber auch aus. Oh. Jetzt nicht mehr. Ah, die L2 von der Waffe ist halt einfach königlich. Okay. Ja, die ist echt cool. Ich mach SharePlay aus. Docker 2 pausiert ganz offiziell im Moment. Ja, das dachte ich mir. Also. Und wieder an. Kann das jetzt jemand. Oh mein Gott. Kann das jetzt jemand bestätigen wegen Default? Oder war das eine. Ich meine, das hätte ich aber auch gelesen, die auf Twitter gegeben wurde. Wie hieß das denn nochmal? Das hieß ja nicht The Forest 2, oder? Ne, das hieß anders. Ja, auf Oktober, okay, aber nicht all auf nächstes Jahr, okay. Sons of the Forest. Na gut, das ist jetzt aber auch kein Titel, also klar, den werden wir auf jeden Fall, weißt du, hier auf dem Kanal und wahrscheinlich, weiß nicht, noch nicht im Stream oder Kanal spielen, da haben wir ganz am Anfang mal so Challenges gehabt. Ist es denn überhaupt ein richtiger Release oder ist das wieder so ein, das kommt im Beta-Status raus? Wenn ich mir überlege, als The Forest damals erschienen ist, wo wir das gespielt haben und da hat Hardy, glaube ich, auch die Challenges noch mitgemacht. Das war ja echt ein anderes Spiel. Als oh ja, krass anders. Scheiße, was habe ich gerade aufgenommen, Chat? Das war scheinbar kein Hut. Fuck. Doch da, doch da. Ah, lol, das ist leicht. Auch ein Wichtkopf. The Forest war am Anfang bugfrei. Mhm. Ich kann mich nur erinnern, wie ich 800 Meter hochgeflogen bin. Wobei, ohne den Bug, ich weiß noch, da gab es ja damals den Bug, dass du unendlich Flare-Gun-Schüsse oder so hattest. Dadurch war das Spiel wieder so super leicht. Okay. Wie viele Spielstunden hat eigentlich Elden Ring? Das ist eine interessante Frage, weil es da keine richtige Antwort drauf gibt. Also ich habe von Leuten mitbekommen, die haben das in 40 Stunden durchgespielt. Echt? Also schon beim ersten Mal auch tatsächlich? Ja, ich schätze, wenn du halt... Ich weiß, also Dark Souls 2 kann ich mich noch erinnern, da hatten wir noch das Lösungsbuch. Ich schätze, wenn du sowas ähnliches mit dem Internet machst, dann bist du da ratzfatz durch. Kannst aber auch 140, 150 Stunden brauchen. Also... Komm nur darauf an, wie viel Hilfe du dir holst. Also Hilfe im Sinne von... Oh nein. Das ist ein Baumwächter. So, nein. Da geht Peter lieber noch ein bisschen Hunde verkloppen. Das ist halt echt so. Der ist 2-Hit. Okay. Ich glaube, der Baumwächter kommt angelatscht. Ich habe auch sowas gehört. Hallo Baumwächter, hier kommst du nicht durch. Ich wollte gerade sagen, aber der hat ja Zauber. Die zum Beispiel. Ja, merke ich gerade auch. Du kannst außen rumlaufen.
Also auf jeden Fall ist er engaged. Du kannst die Mimik auch rufen. Ja, aber ich... Ja, jetzt nicht. Panic-Roll. Stehe jetzt vor Raya Lucaria, bin bei 50 Stunden, hab nur große Rune. Ja, ja, du kannst dir sehr viel Zeit lassen in diesem Spiel. Okay, scheiße, die wandern. Das ist gefährlich, was ich hier mache. Wasser, also überhaupt. Aber... Der Gefahr habe ich ins Gesicht gelangt. Du hast aber auch immer Vorlagen raus. Moment, der ist immun. Der hat keine Scharlachfäule abbekommen, der hat nur den reinen Damage genommen. Dann... Wie viel Damage kriegst du da? Ah ja. 800. Oh mein Gott. Naja, der ist schon hart. Blitz war doch gar nicht schlecht, oder? Ich hab Feuer. Das geht doch den anderen. Warte mal, wir haben noch die geile Klaue. Oh oh. Wie sieht's denn damit aus? Die geile Klaue. Naja. Okay, let's go. Ja, ganz ehrlich, am meisten Damage macht halt einfach unser fucking Schwert so. Oh, nice. Oh, eine Fürstenrune? Was passiert denn hier, ey? Ich hab das Gefühl, das Spiel möchte, dass du ein gewisses Level erreichst, sowohl an Flaschen als auch an... Ja, ohne Witz. Runenlevel. Der wird 100% Holy-Resistenz haben, ja, das kann auch sein. Fürstenrune gibt 50.000, okay. Das ist auf jeden Fall ein Level aktuell. Ich denke mittlerweile, diese Honigtüren, diese eine hatte doch nichts zu bedeuten, weil die hier alle diese Honigtüren haben, also... Honigtüren? Die hier. Ah! Okay. Ja, Schmierereien. Davon gibt es echt viele. Ja, die haben ganz schön viel Gold. Ja, ihr seid aber jetzt auch ganz schön viele. Ich hab mal daran gedacht, dass es Baumharz ist. Das, diese Theorie finde ich Quatsch. War das Baum? Ach so, das da. Ne, ich glaube es auch nicht. Ich glaube auch. Ist das der Typ? Ja, einer davon, ne? Ja. Alter, was? Das ist ganz schön viel. Ja, Peter ist eine ganze Stadt, also es ist ordentlich. Ich bin komplett überfordert von diesen scheiß Wegen, Alter. Eier, Nico. Ey, das ist eine Pause. Schade. Oh, Schmiedestein 6, sehr gut, da brauchen wir noch einen von. Glaube ich. Oh lol! Was? Wir hätten nur einfach hier links rum. Okay. Oh. Welcher Eierlikör ist denn so krass gelb? Einer, wo man viel mehr Eigelb für benutzt. Der Thermomix macht einen geilen Eierlikör. Aber ich bin nicht so der Freund von Eierlikör, muss ich sagen. Den verschenken wir immer. Ihr macht den immer? Ein geiler Eierlikör. Ja. Und dann bringen wir immer Leuten Eierlikör mit, die freuen sich und dann ist gut. Ja, bitte nicht. Also ich wollte nicht runterspringen, ich wollte nur auf die Bank. Da unten können wir auch hin, da habe ich auch einen Dings für gefunden. Einen Aufzug, aber ich dachte mir erst die Ebene vielleicht. Dass er hier nicht, was die Lage ist. Hier haben wir auch interessanterweise überhaupt gar keinen Guidance mehr durch, nee, durch den Shit so. Wir sagen halt einfach, geht zur Stadt, Stadt irgendwie. Ja, genau. Aber hier ging es noch höher. Das ist halt die Frage, ob wir höher wollen. Da ist, glaube ich, also oben hatte ich das Gefühl, war die Rune, weißt du, wo wir schon hin teleportiert wurden? Und. Nice. Und unten ist das, wo wir den Schlüssel benutzen könnten. Kanalisation oder wo er gesagt hat. Ja, ich weiß halt auch nicht, aber gefühlt... Ja,
Ja, keine Ahnung, ey. Wahrscheinlich sollte ich eigentlich eher runtergehen. Aber hier geht's auch wieder runter. Da fahren anderes die runter. Stehen in die andere Richtung. Die gehen davon aus, als würdest du von vorne kommen. Ja, das finde ich auch verrückt. Fulgurblüte. So ein Schmiedestein 9 oder so finde ich auch nicht so. Ah ja. Da ist wieder so ein Arsch. Ja, pass auf, dass das Feuer nicht bis hier kommt. Ja, ich guck mal. Es schüttet immer mehr Kram da rein. Okay. Gereicht. Bestags. Wenn man Seife benutzt, ist man nicht mehr schmutzig, ja? Ja. Zum Real Life so und im Spiel auch. Das sagt, glaube ich, sogar die Beschreibung von der Seife. Wobei ich immer gedacht habe, wenn du, sagen wir mal, in Gift oder Scharlachfäule oder so rollst und du hast das Zeug noch an dir dran, macht Seife das auch weg? Müsste eigentlich. Sehr gute Frage. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ja, okay. Den Weg, okay, gehen soll, muss man erstmal finden, ja. Ich würde sagen, hier haben wir jetzt quasi so ein bisschen geklärt. Einen tiefer oder was? Ja, hier jetzt noch mal entlang in die andere Richtung sozusagen. Also hier. Naja. Der eine schießt auf dich. Ja. Da waren ganz schön viele. Ich weiß noch nicht, wie viele ich jetzt schon gepult habe. Alle. Na, oh. Ja, wobei der eine geht nur gucken, ob er was gehört hat. Ja! Der könnte gleich von rechts kommen. Das war eine gute Idee. Nice. Perfectly executed. Guck mal, da kommt er wieder angelaufen und denkt sich, habe ich da was gehört? Hör auf. Naja, alles gut. Aber auch noch. Ich hatte keinen FP mehr, deswegen haben wir nicht so viel gekriegt. Nein! Ja, kein Thema. Oh, ein Thema. Ich muss heilen. Oh, oh, oh. Ich heile. Alles gut. Alles gut, alles gut. Ah. Letztes Mal kommt auf diesen Blitz oder was das auch immer ist drauf. Dieses Riesending da. Ja. Ja. Nicht jeder. Schotterstein? Ach, das ist wieder irgendwas zum also hier zum Craften. Ja. Boah, bestimmt. Und, ja, weiß nicht. Ich meine, wie kommst du sonst da rüber? Du kannst ja nicht da hinspringen, weißt du, aufs Dach kommst du. Das reicht nicht zum Hinspringen, würde ich auch sagen. Ach, von hier kannst du vielleicht. Nee. Also ich würde. Im Pferd vielleicht. Ja, hast recht, das reicht. Wenn du einen Doppelsprung hast. Aber das sind alles Gruppen und du bekommst von denen nichts so ein Ding zurück. Vorsicht vor Abspringen, ja, okay. Haben wir uns schon gedacht, dass das nicht geht. Befleckte goldene Sonnenblume. Ja, da war okay. Auch Crafting. 8 Stück. Das finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Weil die Stadt nicht Open World ist, ja. Aber 3 Nachrichten, Peter. Ja, erstmal andere Richtung gehen. Von da aus trötet's.
Vorsicht vor Hinterhalt. Aha. Scheiße. Wir haben nichts mehr zu heilen. Das ist doch scheiße alles. Was sagen denn die anderen, die Nachrichten ja, auf der anderen ja, Seite? Ja, Moment. Und da jetzt steht irgendwie Gnade voraus. Ah ja, okay, ne. Mal hoch. Nach rechts auf dem, auf unserer Ebene ungefähr. Dann gehen wir weiter links. Da. Was leuchtet da? Zwischen den Häusern durch. Zwischen der Statue und dem Haus durch. Der Gang auf unserer Seite. Also auf unserer Höhe, meine ich. Sorry. Ja, noch ein Stück vor. Noch ein Stück vor. Ja. Ist da? Da leuchtet irgendwas. Genau rechts an dem Pfeiler jetzt. Ja, noch ein Stück vor. Hat eine. Nee, das ist keine. Das hat eine Gnade. Nee. Du meinst nee. Da hinten an dem. An ja, dem, ja, genau. Durch nee, quasi den, dieses, diesen Zaun durch. Das ist ja unendlich weit weg, würde ich sagen. Unendlich, da rennst du kurz hin. Ja. Aber ich glaube, das ist keine Gnade. Stimmt, haben wir nicht noch diese Dinger, die zufällig sagen, wo die nächste Gnade ist? Ja, wie hießen die denn nochmal? Ja, die sahen aus wie das Ding da oben, nur anders. Da. So. So, sag mir mal zufällig, was Sache ist. In die Richtung. Ja, da drin. Nice. Bestimmt so ein großes Gebäude mit 80 Etagen. Da ist eins drin. Also ich würde runtergehen und mal gucken. Du willst runtergehen und nicht in die andere Richtung? Übrigens, Vorsicht vor links. Was soll denn da sein? Rechts versuchen. Rechts versuchen, aber wertvolles Objekt voraus. Ja, schade. Bin sehr verwirrt. Ja, ich gehe erstmal gar nicht rum. So. Was? Jetzt habe ich hier den Baumwächter bekämpft? Ja, habe ich den Baumwächter Moin. Nee, da lagen noch nicht so Karren rum. Doch, ich mein schon. Ja? Ja. Aber ich bin nie bis hier gekommen. Ja. Gut, dass du hier mal reingeguckt hast. Ja, okay. Das war in der Zeit. Ja gut, ich muss eh rasten, also. Oh mein Gott, das war viel. Aber jetzt kriegen wir zwei Level bestimmt zu sein. Fürstenrune 50k. Wir machen erstmal das erste Level und gucken dann, wie viel noch übrig bleibt. Geist. Dann brauchen wir noch 25.000. Da würden wir hinkriegen. Brauchen wir noch 15.000. TV-Gerät will sich wieder ausschalten, du dann nicht. Kondition dann mal wieder. Ach, die Tipps sind, wenn du von unten kommst und dann oben. Ja, okay, aber hä, wo waren da die Vorsicht vor rechts und links? Hä? Hab ich alle weggemacht. Meine, die Sache ist, wo gehen wir denn jetzt hin? Ja, wir haben unendlich viele Wege möglich. Also da wirklich, unten, wir da geht's so zu einem dicken Tor. Oder du gehst zu dem dicken Tor, was die ganz viel. Oh, Schmiedestein 6. Wir könnten, glaube ich, die Fingers nochmal updaten. Ja, aber will ich dafür jetzt extra rüberreisen? Ja, okay. Das ist jetzt nicht so hart stressig. I took you for dinner, Matter. Lay out your own.
Und jetzt brauchen wir nochmal 6 davon. Müsste ja der Straßenbalkon sein. Ich habe statt Schmiedestein 6 Spielstand weg verstanden. Ja, das wäre schlecht. Ja, dann wäre er scheiße, ja. Dann, ich meine, dann hätten wir immer noch 2 Backup-Charaktere. So ist ja nicht. Das stimmt. Na, da hoch. Das sieht doch auch nett aus. Ja, da warum sollten die so viele Leute da hinstellen, wenn da nichts Geiles ist? Wir brauchen echt einen Schmiedestein 9 noch. Das ist echt belastend mit der Waffe. Oh. Ja, jetzt nicht mehr. Ja, schade. Oh ja! Scheiße, du bist aber auch. Wollte ich gar nicht. Ich hab schon wieder an Schild-Gameplay gedacht. Ja, wer hat mit dem Schild angefangen? Ja, ich spiel bei mir auch mit dem Schild. Ich halt. Schreib. Mach's aber auch viel Damage. Als ob er das genutzt hat. Die Schmiedesteine 6 kann man doch kaufen. Ach, okay. Wir noch nicht. Ich weiß nicht, ob wir dafür schon die Perle haben. Blitzsichere Trockenleber. Mhm. Crafting. Ich glaube, das war zum Benutzen, aber. Hebel suchen, daher Hof suchen. Ja, das heißt, diese Tür lässt sich nicht von hier öffnen. Na gut. Also jetzt die Frage, unten links oder rechts? Dann werden wir also, jetzt habe ich mich ja einschüchtern lassen hier von dem Weg. Den können wir jetzt ja einmal kurz abchecken. Was ist denn hier? Irgendwas ist hier. Hier ist zumindest einer gestorben. Ist einer gestorben? Ja, als wir runtergekommen sind, weil hier irgendwo eine Blutlache. Ach so, vielleicht okay. Dann hier noch. In Kaelid gibt es plus 9. Ja, also wir haben ja auch schon plus 9 gefunden. Die Sense ist ja so hoch. Das ist so ein bisschen das Problem, irgendwie auch später. Das ist bei meinem Playthrough auch. Selbst wenn du nachguckst, so hey, welche Dunkelschmiedesteine gibt es halt wo? Und dann so eine Liste hast, so da weiß ich nicht mehr, wo ich schon gewesen bin. Der hat ganz schön viel Leben. Ja, richtig viel Leben. Aber jetzt nicht mehr. Oh, lol. Okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Das sieht aus wie eine Kanalisation, Peter. Das sieht aus wie eine Kanalisation. Doll. Och nö, Return of the Fingers. Du überraschst uns schon mal nicht, du Finger. Aber die haben ja... Boah. Die hatten damals auch viel Leben, als wir die zum ersten Mal encountert haben. Jetzt, der zieht dich ran, oder? Ah ne, der hat dich nur gestunt. Okay. Ich dachte gerade, die Nachricht hätte das irgendwie hingekriegt. Ja, das war die Kanalisation, Peter. Fuck. Kannst du da runterspringen? Also in der Kanalisation? Jetzt haben wir natürlich die Finger gepowert, aber kannst du mal einen Stein da runterschmeißen bei der Kanalisation? Der Typ da unten sieht ziemlich groß aus. Oh, nee, ich würde sagen, da kann man nicht runterspringen. Nee, ich auch sagen. Also ich meine, schmeiß mal einen Stein, aber... Das ist nicht notwendig. Da unten rechts. Der sieht garstig aus. Ich bin der Meinung, dass wir hier jetzt noch gar nicht hin müssen eigentlich, wa? Hier. Also, oder meinst du, hier ist... Also die haben ja gesagt, man muss den Hof durchsuchen. Ach so, für die Tür? Nee, das glaube ich nicht. Genau. Das scheint wirklich hoch zu sein dann. Ist ja einfach ein anderes Gebiet. So, ja, wir sehen die Leiter-Chat, aber ich will da gar nicht runter. Was soll ich da? Das ist jetzt noch nicht mein Ziel gerade. Achso, man kann die treten. Wait, ich wollte gerade sagen, treten klingt nach Shortcut. Okay. Dann war das leider doch sehr angebracht. Ja, dann entschuldige ich mich, lieber Chat. Ihr habt es natürlich nur gut gemeint. Wo ist der Hebel? Ja, der Hebel wird wahrscheinlich oben. Also da stand eine Nachricht, die gesagt hat, hier oben suchen. Ja, da stand Hof suchen. Also Hof suchen.
Weiß gar nicht, gibt's denn oben als Wort? Nein, nicht. Da müssten wir ja... So, ich würde dann sagen, ich gehe wieder hier hoch und dann rechts. Nein, nicht hier hoch. Warte, da warte. Links meinst du? Ja, da hoch und... Mein Gott. Ja, ja, ja. Die Glocke konnte man nicht läuten. Nee, da hast du normalerweise dann auch so ein Dreieck-Event. Du wirst beschossen. Ja, ja, ich guck nochmal. Hier ist noch erstmal nichts, deswegen pull ich die erstmal hier hin. Kannst du denn kommen? Lass mich nur schießen. Vielleicht kommen die auch einfach gar nicht. Ist auch okay für mich. Oh shit. Oh lol. What? Hat der gerade 4 Schaden bekommen? Okay, das ist der war zackig vor allem. So, eins nach dem anderen. Ich will mich heilen, aber ich komme gerade nicht dazu. Hier ist doch ein guter Ort. Voll in unser Gebiet. Er hat sich in den Arsch gepiekst. So. Richtig verzögert. Ich will immer versuchen, an ihm dran zu bleiben, weil das meiner Meinung nach besser ist. Der Pixel ist echt cool, weil der ein bisschen schneller ist. Scheiße. Fuck. Ich hab nichts mehr zum Heilen. Ja doch, hast du schon. Weiß. Ich muss sagen, lol, du bist nicht schon 6. Oh, nicht schlecht. Ich muss sagen, ganz am Anfang vom Kampf sah es unfassbar smooth aus, wie du wirklich exakt über den Drohr gesprungen bist. Das sah echt cool aus. Das war ein ganz schön krasser Kampf. Ich hab alle Heiltränke benutzt. Alle. So eine Scheiße. Ich würde aber sagen, der respawnt nicht. Ja, das kann sehr gut sein. Lol, zwei Helden. Ich mal echt ah, nee, Helden Runen, ne. So. Andersrum. Warte mal. Kannst du mal bitte so die Wände über dir abgucken? Also hier sind mehr Hände. Die Hände hätte ich jetzt eher in der Kanalisation da erwartet. Ja, aber die Geräuschkulisse da, ich weiß nicht, ob das die raschelnden Bäume sind oder. Es scheinen die raschelnden Bäume. Oder die Flammen. Eins von beiden. Das Item da sieht aus wie der krasseste Bait überhaupt. Ey, einfach da in den Abgrund rennen. Was haben wir denn jetzt hier gerade aufgesammelt? Was so awesome ist, dass sich das lohnt, gegen die Ficker zu kämpfen? Die Runen? Ja, pff, also. Ich war da schon ordentlich. Heldenrune 2. Ja, das ist schon nice. Aber hier ist kein Schalter. Ich hatte gehofft, hier ist der fucking Schalter. Oder ich habe den übersehen. Ey, also, wieso sollte der denn da stehen? Weiß ich nicht, wo ist denn Hof? Hof? Stand da nicht hoch? Stand da nicht Hof? Keine Ahnung, stand da nicht hoch? Stand da nicht Hof suchen? Stand da hoch suchen oder Hof suchen? Hoch. Okay. Hoch. Also ich hätte auch gesagt, das ist. Wow, okay. Also noch weiter über dem Tor. Stand hoch. Genau, ich hätte jetzt nämlich gesagt, der ist über dem Tor oben. Ach, wie kommen da wir muss man über irgendwie hinkommen. Hin? Ja, genau, ach, irgendwo. Da! Der eine rennt hinterher. Oder? Hm. Vielleicht doch nicht. Da waren auf jeden Fall Schritte. Da ist er. Ja, da ist er. Okay, das ist ja dann blöd. Wie kommt man denn dann da hoch? Über die Dächer?
dann musst du da rechts runter und dann kommst du durch den Aufzug da hoch. Besser an der Gnade vorbei. Ja, keine Ahnung, ey. Das ist belastend. Immer noch keine Tür. Ja, okay, schade. Okay, ich habe eh gerade all meine Dinger aufgebraucht. Die müssen wir einmal wieder neu füllen. Ich weiß nicht, ich habe bestimmt noch Wege übersehen. Ja, den da. Nee, ich meine abgesehen von denen, ich meinte. Achso, wo oben. Wir eben waren, ja. Weiter oben. Nee, Chat, wir wollen das nicht wissen. Wir wollen selber erforschen. Wie groß ist der Abstand von da bis darüber? Da ist die Leiter. Witzigerweise. Ja, dann würde ich da runtergehen. Also da ist die Leiter, die wir vorhin von oben runtergetreten haben. Oh. Ah. Alles hängt zusammen. Bist du aber es gab noch einmal die Möglichkeit, bei dem anderen, bei der anderen Gnade quasi aufs Dach zu springen. Sollen wir das mal machen? Über die Dächer meinst du, aber sind die nicht zu weit, also klar. Einfach aber mal gucken. Sind die nicht zu weit weg? Ja, denke ich auch. Aber das könnte man ja trotzdem mal checken. Ja, jetzt haben wir haben 9000 Runen und gerade neu geladen, also. Ja. Nee, warte, das ist falsch. Weil ich meine, guck dir mal die Distanz an. Bis da hinten ist weit. Ja. Ja, aber da können wir trotzdem noch mal einen weiteren Weg, der noch offen ist, abchecken. Der mit dem Saxophon hier, der ist der schönste. Ich meine übrigens 400. Na, jetzt müsste er hinterherkommen, genau. Alter, ist das ein scheiß Ernst? Alter. Okay. Ja, okay. So, da waren wir. Da unten auf den Straßen würde ich sagen, war. Der eine hat einen Abgang gemacht. Ja, der macht jetzt Spaß da unten. Das ist auch ein schneller Weg, um irgendwo hinzukommen, tatsächlich. Da kann man hin. Ja, da waren wir drin, okay. Schon wieder her. Vielleicht hing der da einfach. Ja. Wahrscheinlich, wa? Ja, jetzt ein bisschen Ezio-Fähigkeiten finde ich tatsächlich nicht so schlecht. Oh, hello there. Hier einfach über alle Gegner auch so drüber. Ah! Oh. Oh. Sportlerschrei. Wie beim Tennis. Ja. Ich dachte kurz, meine Figur wäre gestolpert so. Ja, ich hatte auch. Weißt du, manchmal. Ah, schon wieder! Oh. Manchmal drückt man so diese Millisekunde zu spät und springt nicht. Das ist das Schöne, dass man in der Ferne was sieht. Dass man in der Ferne erstmal 3 Stunden damit beschäftigt ist, den Weg dahin zu finden. Ja. Scheiße, das ist so ein bisschen so dieses Souls-Zeug, ne? Du siehst halt irgendwo eine Burg am Horizont und da kommst du auch irgendwann hin. Das ist immer schon toll gewesen.
Ich meine, im Zweifel, wenn du wieder hoch willst, potze die einfach, ne? Ja, ich weiß aber nicht, ob... Ich weiß nicht, wie viele Wege es da noch gab, tatsächlich, die ich anders hätte nehmen können. Als ob man da wieder hochkommt. Ja, aber nur bis hier. Bringt einem leider auch nicht so viel. Weil darauf komme ich dann, glaube ich, nicht mehr, oder? Nice. Ja, okay, aber das bringt mir natürlich jetzt auch nicht mehr so viel. Ach, schade. Okay. Das wird jetzt interessant. Ach, da bist du. Da bist du durchgerannt. Aha. Da bist du gerade losgelaufen. Es gibt noch einen anderen Weg, der mir gerade einfällt. Direkt von dem Shortcut hier aus. Eine Sache, die ich sehr außer Acht gelassen habe. Springen und springen beim Sprinten ist ein großer Unterschied. Ja, 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 klar, auf jeden Fall. Auf jeden. Ich habe nur manchmal das Gefühl, du brauchst so zwei Schritte Anlauf, damit du auch als rennend zählst. Nicht? Achso. Was denn? Nee, der ist schon gut, der ist tatsächlich weg. So, gemeint ist direkt gegenüber. Direkt der nächste Aufzug. Hätten wir eine Treppe reinmachen können. Aber oh, der führt du auf die Dich, auch ja. Hier hin. Auch in diese Unterstadt, nenne ich sie jetzt mal. Under City, jawohl. Ja, sozusagen. Da hinten ist ein ziemlich großer Torbogen. Ja, und ich glaube, über diesen Torbogen ist das die andere Gnade, die wir haben. Da ist die Gnade. Lauf du mal durch. Okay. Ich meine, hier sind super mal viele gestorben. Okay. Ach, die wieder, jawohl. Schön, schön euch wiederzusehen. Ihr braucht auch noch drei Schläge. Da mache ich doch mal kurz hier die Einsammelroute. Hat er euch geküsst? Ja. Ja, liebevoll. Sexuell belästigt fühle ich mich gerade. Wieso gab es für das andere Dach extra eine Nachricht? Oh, das sieht auch nach Kanalisation aus. Ja, irgendwie so, ne? Ja, ja, ja. Ich bei dir. Kann mich jemand abholen? Ist der Page schon Max Level? Ne, hat er nicht geschafft. Der Page hat es nicht geschafft. Da sind noch Items, die mich anziehen. Wir hatten leider kein Foto für den Pagen. Der ist nicht in die nächste Runde gekommen. Aha. Die interessiert mich nicht. Oh ja, das ist immer nett. Hier ist ein doofer Weg. Keine Rose für den Pagen, ne. Ah, da ist eine Treppe und eine Zellentür. Aua. 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 Ja, die schmeißen nur Kram. Halt auf damit! Oh, da sind ganz schön viele, die Kram schmeißen. Ich hab nur einen getroffen damit. Traurigerweise. Ja, ich weiß, mir geht's nicht so gut. Nice. Ich hab doch nochmal eins genommen. Scheiße, da war meine Finger zu schwach. Klärende Boli. Ja, manchmal ist man ein bisschen zu langsam. Was ist jetzt passiert? Wieso? Ich hab grad Pixelraten. Egal. Oh. Aha. Okay. Die Tür war nicht abgeschlossen. Das ist ja schon mal seltsam. Noch ein Steinschwertschlüssel. Okay.
nehmen wir gerne mit. Wieso ist hier so eine Tür? Und wir sind bei der nächsten Gnade. Hello there. Ah. Okay. Nice. Oh ne. Nee, wir gehen nochmal in den anderen Bereich. Diese Stadt, der Ort, wo der Endboss ist, kann ich mir ehrlich gesagt vorstellen, aber auf der anderen Seite hat laut Story bzw. Bibliothekar haben wir noch zwei andere vor uns. Ja, genau, und er hat uns hierhin geschickt, also. Naja. Ich weiß nicht, was uns hier so erwartet, aber hier kommt irgendwas Großes. Boah. Ach, der ist schon wieder. Nee. Oh, warte mal. Oh, fuck, was habe ich jetzt gemacht? Nix. Das ist nur Wasser. Ich bin gerade hinterhergekommen. Nicht Ratten! Gut, wer hätte in der Kanalisation damit rechnen können, aber. Nein, nein, nein. Ah, ich sehe dich. Er hatte viel Leben. Aber ist das nicht die kleine Variante? Nee. Doch, ich glaub schon. Okay. Die Ritter, die hier stationiert wurden, richtig traurige Geschichte. In der Unterstadt dienen, ja, schon belastend für die. Dieses Monster, was da hinten chillt, ne? Das ist halt einfach so schrecklich. Also es kommt jetzt zum dritten Mal vor. Einmal als einzelner Boss mit Raum. Einmal unten in wie hieß denn das nochmal? Godric's Margit's Burg da. Und hier nochmal. Das ist noch eine Gnade. Hallo. Oh, der sieht nice aus. Zwei Items. Ja, erstmal die Gnade. Okay. Lionels Helm, Lionels Rüstung. Okay, wir haben gerade ein neues komplettes Set gekriegt. Und Sterbebettkleid. Oh, von der FIA. Lionel sah so aus, als wäre Lionel schwanger gewesen. Oh, 9.1. Krass. Ein das runder fast, Eisenhelm. Fast so schwer wie eine Rüstung. Ja. Mit auffallend großer Krempe, stammt von Lionel Löwenherz. Als dieser tapfere und edle Ritter Fia traf, die man aus ihrer Heimat vertrieben hatte, nahm er sie als seine Tochter an. Ja, und der ist tot. Ja, gut, wir alle sterben. 21. Oder? Ja, aber ich habe echt das Gefühl, die saugt die Leute aus. Die war nicht gut. Okay, ja, Lionel ist krasser Dude. Aber wir haben doch jetzt auch noch dieses Sterbekleid dann bekommen, ne? Mhm. Ja, Sterbebettkleid. Ein extrem dünnes und durchsichtiges weißes Kleid. Das die Gefährtin auf dem Sterbebett trägt, wenn sie den Toten in ihre Arme schließt. Regeneriert langsam die LP von Verbündeten in der Nähe, nicht jedoch die LP des Trägers. Schmutz. Der Stoff ist weich wie ein Windhauch im Frühling, um selbst Mumien nicht zu beschädigen. Die Gefährtin will schließlich nur ihre Wärme mit dem Verstorbenen teilen. Aber das ist doch ein... Das ist ein Koop-Item. Ja, würde ich auch sagen. Wenn es beide tragen, dann wird doch regeneriert. Oh, wie sexy wir sind damit. Schick. Schon geil. Okay, was hatten wir an? Das vom Wolf. Ja, Blade. Okay. Das trage ich auch sehr gerne. Das sieht ganz cool aus, hat ganz gute Stats. So, was bist du? Lass uns doch mal kämpfen. Der ist ganz schön. Maske des grinsenden Mals. Das war ja hübsch. Eine Maske mit langen und grauenhaft verdrehten Hörnern stammt eindeutig von einem Maltöter. Erhöht eure Stärke.
Das Antlitz zeigt die von Schadenfreude verzerrte Fratze eines Jonathans. Dieses Gesicht verfolgt die Male in ihren Albträumen und stammt angeblich von einem bösen Geist. Können wir uns natürlich auch mal kurz angucken. Ja, wunderschön. So. Ich brauche einen Sechser. Mein Handy ist schon auf Schlafmodus umgesprungen. Ach, das ist die Leiter, die wir runtergekickt haben. Hm? Ah. Hier sind wir hochgekommen. Ist ja hier alles wieder faszinierend, Christian. Ist alles faszinierend. Ja. Ich höre schon die Ratten. Hm. Die Ratten, sie fiepsen. Da unten sind sie. Hm. Attack. Jawohl. Dass die Ratten nicht One-Hits sind, ne? Das ist auch irgendwie. Ja, das ist halt schon so ein bisschen, also die Gegner skalieren ja nicht mit, aber die machen die halt einfach mit mehr Leben und ein bisschen mehr Damage. Und dass man halt Ratten dann wieder hat, die Two-Hits sind bei so einer starken Waffe. Fühlt sich falsch an einfach. Ja, so, irgendwie, ne? Schon. Das erinnert einen so ein bisschen an Oblivion, finde ich. Oh Gott. Was seid ihr denn? Ja, das sind so Oryx, ne? Die Albrichs. Ich weiß, was du meinst. Ja, ne? Da Dörfchen wohl waren. Was ist das denn? Ist der zaubert? Oder? Der Typ, der sich nicht bewegen kann und immer ist der zaubert. Dankeschön. Ja. Ich glaube, wenn du da reindroppst, passiert trotzdem was. Ach, Ivo. Oder du hast den gerade weggemacht. Haben wir einen Dolch bekommen, den wir noch nicht hatten. Dann hast du den gerade weggemacht, der dir da Probleme gibt. Ich glaube auch. Wir haben es einfach intuitiv clever gemacht. Wie lange ich den Brunnen gesucht habe. Ja, Brunnen. Weiß ich nicht. Jetzt. Weiß nicht, aber da kann man. Ja, die Mechanik ist ein bisschen schade, finde ich immer noch, dass du halt diese ganzen Fette nicht auf die. Wer spielt. Also mit normalen Waffen spielen, glaube ich, die wenigsten. Das werden auf jeden Fall Leute. Ich kann die Fette tatsächlich auf meine Special-Waffe packen. Echt? Ja. Ah, weil die keinen Zusatzschaden macht wahrscheinlich, ne? Die macht halt Blutungsschaden, aber die hat jetzt nicht irgendwie Feuer oder sowas. Das finde ich ein bisschen schade. Das sieht nach Sackgasse aus. Lol. Ich denke nicht. Okay, geil. Ja, runter da. Ich dachte, ich hätte gerade eine weibliche Stimme gehört. Hat da vielleicht jemand gesagt, Essen fertig? Nee, das war mehr so ein Souls-mäßiges. Okay, Moment, da ist ein Gegner. Könnte jetzt sein, dass wir sogar bei dem Schalter auskommen. Vorsicht vor links. Oh ja. Oh ja, Junge, Junge. Das war natürlich dann extrem lucky, dass wir diesen Weg gegangen sind.
Aber manchmal habe ich so Glück bei From Software Games. Also es kann natürlich das Elden Ring gewesen sein, aber Essen ist tatsächlich fertig. Das findest du jetzt nicht mal. Okay, irgendwie sind wir jetzt hier gerade nicht über diesem Scheiß Tor? Ja. Wirklich? Danke, Chat. Aber da ging gerade eine Treppe runter, das wird es dann wahrscheinlich sein. Blumenkohl mit Curry, Hafersahne und Cashewnüssen. Da gehe ich nochmal nicht hin unbedingt. Stockschwert. Aber wir haben ja gerade zwei Schwerter sogar, beziehungsweise einen Dolch. Mhm. Einen Erdenstahldolch, den haben wir zuerst bekommen. Ein Erdenstahldolch mit eingraviertem Graswappen. Also Bramsdolch. Die bevorzugte Selbstverteidigungswaffe der königlichen Familie des Erdenbaums in Friedenszeiten. Zwar ein Meisterstück der Handwerkskunst, jedoch äußerst schwer zu führen. Angriffskraft steigt mit Glauben. Aha. Okay. Und macht der auch Blutungsschaden? Nein. Ja, Schmutz. Und ein Stockschwert, Geschick und Stärke, aber mehr Geschick. Das geliebte Schwert eines alten Ritters, das ihn durch unzählige Missionen begleitet hat, aber gegen Ende diente es ihm nur noch als Gehstock. Die Spitze ist ziemlich abgenutzt. Obwohl vom Alter gebeugt und längst zu schwach, das Schwert noch zu heben, wollte er dennoch mit seiner Waffe in der Hand sterben. Ja. Mhm. Okay, wir können hier sogar... Öffne das Tor! Ja, wir können hier einerseits das Tor öffnen und hätten von hier aus auch schon direkt dahinter droppen können, sozusagen. Very interesting, very interesting. Das sieht da unten nach Kampf aus. Also da, wo man reingehen konnte. Ja. Alter Schwede, wie riesig ist diese Stadt? Es ist echt heftig. Und irgendwer schrieb, diese Kanalisation soll auch nicht gerade klein sein. Okay, ich gehe hier oben mal gucken und dann will ich mal so langsam Richtung Ende gehen. Da steht ein großer Typ. Erst die Kleinen. Oder meinst du, ich kann den angreifen, ohne dass die Kleinen das mitbekommen vielleicht? Okay, noch interessiert die das einen Scheiß. Oh. Lass mal hier hinten kämpfen. Oh mein Gott. Will er nicht, hä? Ich dachte, ich kann mich hier unten verstecken. Jetzt komm doch her! Ja, moin. Ja, geh jetzt hoch. Okay. Die Kanalisation ist viel zu groß. Na gut. Okay, ich bin drauf geschissen, ich bekämpfe den da unten. Fast den Anschein, solange du die Saat nicht nimmst oder die haust, interessiert die dafür. Kampf hier gerade. Oh, das ist. Ich komm da nicht dran. Alles belastet. Nein, egal. Egal. Heiß. Ich hab aber richtig gut. Gargoyle Hellebarde. Ist Stärke und Geschick.
Die bronzene helle Bade eines tapferen Gargoyle. Genau wie bei ihrem Träger wurden auch hier fehlende Teile mit... Wait, das kenne ich doch irgendwoher. Naja, von der Großaxt. Ja, okay. Die haben wir vorhin bekommen, die Großaxt. Okay. Nur mal so, weißt du überhaupt noch, wo die Gargoyles waren? Ja. Okay. Vergessen wieder, dass ich ja mehrfach drücken muss. Das stimmt, der erste Stream, in dem wir keine Intro-Waffe gefunden haben, Xi. Ja, stimmt, das hat sich ganz schön zurückgebildet, diese Int-Geschichte. Ja, von den ersten 80 Stunden oder so, die wir gespielt haben. Hier kann man den Baum hoch. Oh mein Gott, okay, hier sind noch viel mehr Wege, als ich dachte. Und hier kann man runterdroppen. Ah, nee, da. Oh mein Gott. Ja, alles klar. Ich finde, das ist doch gut. Hier kann man nochmal den Abend ausklingen lassen. Bist du eh nicht, wenn wir nächstes Mal weitermachen, wo wir herkommen. Ja. Ich dachte, nein, da ist der Weg. Oh mein Gott. Ja, Alter. Dieses Spiel macht einen wahnsinnig. Aber schön, dass ihr heute wieder dabei wart, lieber Chat. Es war sehr, sehr cool. Danke auch du, Christian. Ich habe jetzt die letzte Zeit sehr viel gespielt, ehrlicherweise. Ich mach gar nichts. Also, so beim Rumlaufen gucke ich auch gerne zu. Ja, also wirklich. Wir haben. Wir wollten ein bisschen die Story fokussieren und sind in der Story exakt 0% weitergekommen. Aber ich glaube. Ja, weiß man nicht. Ich glaube, wir müssen hier hin. Ich glaube, es stimmt. Natürlich. Wir müssen so oder so hier hin. Da kommen. Das ist halt einfach so. Das hätten wir so oder so machen müssen. Wann habt ihr das nächste vor Elden Ring zu spielen? Nächste Woche dann wahrscheinlich. Ja. Weil also morgen Stream Sepp, Donnerstag wäre DCP. Genau. Sonntag ist Minigolf. Sonntag ist Minigolf. Und dann nächste Woche irgendwann. So, heute raiden wir jemanden. Alles klar, Patrick. Stimmt, Melania hat uns verlassen. Nee, den habe ich letztens erst gemeldet. Das ist Quatsch. Was grummelst du denn hier rum? Grummel, 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 tätere. Tätere. Heute raiden wir Knüppel, mit dem habe ich schon lange nicht mehr gesprochen, aber dem können wir mal liebe Grüße da lassen. Knüppelpaste. Knüppelpaste, genau. Wir haben ja schon sehr lange nicht mehr geradet. Und ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr heute mit dabei wart, auch an die Mods natürlich, die geguckt haben, dass nicht so viel Backseat Gaming am Start war. Dankeschön ZeilenPain99 und Bassi und Mr. Daynald und Nero und Sandrop und Ego Gamer und die Gurke und alle anderen, die heute gesubbt haben oder auf sonstige Weise uns unterstützt haben. Vielen lieben Dank euch allen. Euch jetzt noch eine gute Nacht. Schlaft gut und bis zu den nächsten Videos und Streams. Tschüss, Dorf. Okay.